So, wir werden uns jetzt mal etwas tiefergehend mit dem auseinandersetzen, was normale Menschen Glauben nennen. Es ist eigentlich immer wieder dieses Glauben, ist eigentlich in erster Linie ein für wahr halten, etwas als wahr annehmen. Und da beginnt eigentlich schon das große Problem in der ganzen menschlichen Geschichte, dass hier die Philosophie, die Wissenschaft, die Theologie einen großen Fehler macht, dass sie hier keine klare Trennung finden zwischen dem Wort Wirklichkeit und Wahrheit. Wenn du dich jetzt einmal selbst fragst, und jetzt muss ich vorneweg wie immer dazu sagen, wenn ich du sage, spreche ich nicht irgendeinen Trockennasenaffen bei eigener Definition an. Ich spreche jetzt einzig zu dem Geist, der sich jetzt in diesem Moment dieses Gespräch ausdenkt. Das ist der erste große, wirklich große Unterschied von Holofeeling zu allem, was deine Menschheit an Philosophie oder Wissenschaftsgeschichte dir bietet. Der wird nämlich dieser eine, der du selbst bist, wird in diesem System komplett ausgegrenzt. Ich kann immer nur darauf hinweisen, Holofeeling ist die einzige Lehre, eine Weisheitslehre, die auf 100% sicheren Fakten aufbaut und nicht nur auf Mutmaßungen und irgendwelchen Glaubenssätzen, die man von Hörensagen kennt. Man muss nur den Gedankengängen dieser Computerstimme, jetzt dieser Lautsprecherstimme folgen. Und du hast ein gewisses logisches System, das heißt, jedes Wort, das ich jetzt spreche, ist ein Reizauslöser und du wirst aufgrund dieses Wortes eine ganz klare Vorstellung aufbauen. Das kann ein Namen sein, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spreche einfach mal den Namen Karin aus. Dann muss dir klar sein, dass jetzt davon abhängig ist, wer du jetzt zu sein glaubst, erzeugt letztendlich eine Vorstellung aus dem Namen Karin. Bist du wer anders, kann das Wort Karin eine ganz andere Vorstellung in dir aufbauen. Da gehe ich in diesen Selbstgesprächen reichlich drauf ein. Wenn man das nicht weiß, hat man schon verloren, dann hast du noch sehr, sehr viel zu lernen. Du kleiner Geist. Wenn du jetzt arrogant bist und meinst, du hast es nicht nötig, das, was ich dir biete mit Holofeeling, ist das größte Geschenk, das dir deine Traumwelt überhaupt bieten kann. Es ist nämlich ein Öffnen in ein vollkommen neues Bewusstsein. Auch hier gleich von vorne weg. Du kannst da nirgends eintreten. Du musst auch nirgends als Brösel jetzt aus irgendeinem Glauben austreten. Das ist immer so diese Meinungen. Was ist mein Glaube? Das kann ein religiöser Glaube sein. Da gehört auch der Atheismus dazu. Frag dich einfach, an was glaubst du? Und dieses Wort Glauben heißt schlichtweg und einfach, dass da man nur etwas für wahr halten. Die Wirklichkeit ist was ganz was anderes. Und wenn man hier nicht einmal den Unterschied zwischen Wahrheiten, und ich nenne es immer eine Wahrheit, da steckt die Wahrnehmung mit drin, das, was du wahrnehmen kannst, das sind Wahrheiten. Und die Wirklichkeit, das wirkende Licht im Hintergrund, hat mit Wahrnehmung nichts zu tun, nur insoweit, dass es keine Wahrheiten, keine Wahrnehmungen gibt, wenn kein wirkendes Licht da ist. Die einfache Metapher dazu ist schlichtweg und einfach, wir denken uns jetzt einen Diaprojektor, einen klassischen Filmprojektor, und da ist eine Lampe im Projektor. Das nenne ich das rote Licht. Wir kommen gleich dazu, dieses Licht kann man auch Energie nennen oder wir können das Geist nennen. Und dann brauchen wir ein Display zum Projizieren. Das wäre jetzt im klassischen Filmprojektor irgend so ein Filmdia. Wir können das moderner machen mit einem Videobeamer. Das Prinzip bleibt sich gleich und wir haben dann diese geworfenen Schatten auf irgendeiner Leinwand da aus. Und das sind so Kleinigkeiten, dass dir klar sein muss, dass wenn du jetzt da Lichter siehst, Schatten siehst und in der modernen Form statt ein Diaprojektor gehe ich noch einen Schritt weiter, dass ich sage, du setzt dir eine VR-Brille auf. Das ist nur ein anderes System, dass diese Lichter, die in Erscheinung treten, keine Lichtquellen sind. Ich sage schlichtweg und einfach jetzt einmal reduziert die Videobrille auf einen Monitor, den du jetzt vor dir hast. Das sind kleine Lämpchen, kleine Lichtquellen, wo du jetzt davon ausgehst, dass da Lichtstrahlen in dein Auge reingehen. Das ist alles unheimlich logisch, bloß ich sage dir gleich, das hat mit der Wirklichkeit deines Daseins nicht das Geringste zu tun. Du wirst, und das ist jetzt keine Drohung, wir machen hier keine Religion, da kommen wir dann gleich dazu, wo irgendein Gott
sagt, das musst du tun, dann kommst du in den Himmel, und wenn du es nicht tust, kommst du in die Hölle. Ich sage, vergiss all dieses religiöse Geschwätz. Holofilling hat nicht das Geringste zu tun mit irgendeiner von dir ausgedachten Religion, obwohl hier sehr oft das Wort Gott fällt, aber ich weise dich in ganz einfachen, hundertprozentig sicheren Tatsachenwissen, dass du sofort überprüfen kannst, dass du Gott bist. Natürlich jetzt nicht der Trockennasenaffe, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern der Geist, der sich die Sachen ausdenkt. Ich muss diesen Vorlauf machen, weil wir steigen jetzt wieder etwas tiefer ein. Es ist definitiv so, ich wiederhole das aus den letzten Selbstgesprächen, es ist definitiv hundertprozentig sicher, dass du der Schöpfer bist von jedem Gedanken, den du denkst. Und ich sage immer noch, vereinfachen dazu, ich rede jetzt zuerst einmal von deiner Gedankenwelt, von deiner reinen Gedankenwelt. Du wirst irgendwann einmal auch erkennen, dass jegliche Art von sinnlich wahrgenommener Information genauso von dir erschaffen wird wie ein Gedanke. Wir können ja jetzt sagen, du kannst an ein grünes Maßmännchen denken, da leuchtet dir ein, dass wenn du das jetzt denkst, ist das da mal die Worte da, kannst du dir das auch bildlich vorstellen, oder ein Osterhasen, dass das da außen nicht existiert. Aber wie sieht es aus, wenn du jetzt sagst, ich denke an meine Küche? An was denkst du, wenn du an deine Küche denkst? Dann denkst du zuerst einmal an das Wort Küche, aber interessant, das ist immer diese große Erkenntnis, wo du jeden normalen Menschen als Brösel unter Brösel abstürzen lassen kannst, wenn du behauptest, du hast noch nie deine Küche gesehen. Ja. Da merkst du die Präzision von Holofeeling, weil die Küche kannst du nicht sehen. Sobald du was siehst, hast du eine sinnlich wahrgenommene Information auf deiner Verarbeitung. Ich sage einfach einmal ein Bild. Aber dieses dreidimensionale Bild ist eine Information in deinem Kopf, weil wenn es nicht in deinem Kopf wäre, könntest du es nicht wahrnehmen. Es muss auch nach materialistisch-geistloser Definition alles, was du prinzipiell wahrnehmen kannst, muss sich in deinem Kopf befinden, sonst kannst du es nicht wahrnehmen. Jetzt normal gedacht, wenn dir einer auf den Fuß steigt, spürst du das erst, wenn das Signal von dem Fuß hochgeht und in deinem Gehirn oben angekommen ist. Das erwähne ich immer wieder, und das ist schon die erste. Da haben wir jetzt zwei Seiten. Es stimmt, dass es in dir drin sein muss, aber es ist mit Sicherheit nicht in dem Gehirn drin, das du dir jetzt ausdenkst. Weil schon die Tatsache, dass du meinst, der Gedanke an dein Gehirn ist immer da, auch dann, wenn du nicht dran denkst, und zwar in einer existierenden Form, ist ein großer Trugschluss, wenn du meinst, es ist hundertprozentig sicher, ohne mein Gehirn wird es mich ja nicht geben. Du erlebst eindeutig ständig wechselnde Informationen, auch wenn du nicht an dein Gehirn denkst. Und dass du jetzt meinst, es ist hundertprozentig sicher, dass sich das ganze Spiel in deinem Gehirn abspielt. Das ist der erste große Fehler, und das hat auch mit hundertprozentig sicher nichts zu tun. Ich greife jetzt etwas voraus, weil wir werden uns jetzt dann einen Diplom-Ingenieur ausdenken aufgrund von einem Video, der meint, er kann Gott und Koran widerlegen. Und ich sage jetzt, er geht ganz gezielt auf den Koran los. Ich wollte darauf hinweisen, das gilt für alle religiöse Schriften, weil nur die Naturwissenschaft mit bewiesenen Fakten arbeitet. Und ich sage immer wieder, irgendwelche geistlose Narren, die du dir jetzt ausdenkst. Es ist sehr wichtig, dass dir jeden Moment bewusst ist, dass egal an was du denkst, in dem Moment, wo du es denkst, da schaffst du das, diesen Gedanken als Information. Und ich nenne das jetzt in deinem roten Kopf, das ist nicht der Kopf deines Affenkörpers, wenn du an deinen Körper denkst, weil der auch dieser Körper und der Kopf und das Gehirn existiert, nur wenn du es denkst. Das kannst du auch jedes Kind kann das auf der Stelle sofort überprüfen. Also nochmal vorneweg, Holofeeling bietet dir etwas, was dir weder irgendeine Religion noch ein esoterisches Geschwätz und schon gar nicht diese vollkommen geistlos nachgeäffte Naturwissenschaft bieten kann, ein reines Tatsachenwissen. Aufbauend auf hundertprozentig sicheren Fakten, was natürlich jetzt einem von dir ausgedachten Menschen nichts nützt, wenn er nicht einmal weiß, was Fakten sind. Aber ich sage, selbst wenn der Mensch, den du dir jetzt denkst, dass du dir denkst, der wüsste das, kriegt das trotzdem nicht mit, weil es ist hundertprozentig sicher. Du bist jetzt im Moment, ich gehe mal davon aus, allein. Es kann natürlich auch sein, dass dir zwei oder drei Brösel das Video anhört. Es ändert nichts daran, dass du nur ein Allereinziger bist, der das erlebt. Aber je nachdem, wer du zu sein glaubst, erlebst du was vollkommen anderes, obwohl du dasselbe Video dir anschaust. Und das ist jetzt, das benötigt eine dringende Aufklärung.
Weil du hast ein Interpretationssystem von Worten. Das sind so Kleinigkeiten, dass es auch die Grundvoraussetzung ist, dass du in einer rudimentären Form die deutsche Sprache beherrschst. Würdest du jetzt kein Wort Deutsch verstehen, wären das nur Geräusche, und ich sage immer, dann hättest du schon längst das Video ausgemacht als Brösel. Aber was magst du aus Worten? Und das ist das Verrückte, dass du davon ausgehst, dass wenn verschiedene Menschen, ich bleibe mal in deiner normalen Logik, verschiedene Menschen dieselbe Worte hören, dass die dieselben Vorstellungen draus machen. Und das ist der erste große Trugschluss. Darum habe ich gerade schon gesagt, wenn ich jetzt Karin sage, wirst du feststellen, je nachdem, wer du zu sein glaubst, dass du einen komplett anderen Menschen denkst. Und wenn du das genauer wissen willst, verweise ich dich auf den Weißenbuch. Ein großer Weißenbuch-Vortrag ist hier in der Playlist hier bei Holofeeling mit drin. Und zwar in irgendeiner dieser 7 oder 8 Teile gehe ich auf dieses Wildbadsalbeispiel ein. Das spreche ich jetzt nur an, da gehe ich nicht mehr darauf ein, dass dir wirklich klar wird, dass schon die Tatsache, wenn ich jetzt sage, schließe mal deine Augen. Und wir gehen einmal davon aus, dass jetzt 500 oder 600 Menschen oder 1000 Menschen sich dieses Video anschauen. Dass je nachdem, wer du zu sein glaubst, befindest du dich jetzt in einem anderen Zimmer, du denkst an einen anderen Körper. Wenn ich nur sage, schließe mal deine Augen, das hängt ja davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Aber jetzt kommt Holofeeling, dass ich das nur einen einzigen Geist erkläre, nämlich den, der sich jetzt das Video ausdenkt. Und was, das Video, das du dir ausdenkst, ist zwar immer dasselbe Video, es ist dieselbe Datei, aber du wirst feststellen, schon das Umfeld, wenn du aus den Augen schaust, du schaust, je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst, denkst du nicht nur an einen ganz bestimmten Körper, das zwingt dir deine momentane Logik, dein Programm auf, und du schaust jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit, je nachdem, wer du zu sein glaubst, auf einen ganz bestimmten Monitor. Es ist aber, zu jedem Mensch gehört jetzt ein anderer Monitor. Das heißt, es ist eine Vielfalt, das ist hundertprozentig sicher, wobei du nur im Moment nur überprüfen kannst, dass wenn du an dich denkst, dein Körper da ist und die anderen Körper, die du dir jetzt aufgrund dieser Worte ausdenkst, die werden jetzt von dir erschaffen, weil ich diese Worte gesprochen habe. Jetzt ist die Frage, erschaffst du jetzt diese anderen Menschen, die sich auch dieses Video anschauen? Selbstverständlich, hier und jetzt sind die nur deine Gedanken, die jetzt von dir aufgrund dieser Worte erschaffen werden. Dieses im Anfang war, das Wort kriegt plötzlich eine vollkommen neue Dimension. Aber da das nur Gedanken sind, kriegen die es gar nicht mit, dass du sie denkst. Du kannst dir jetzt denken, ja, die sehen ja auch das Video, die werden es nicht sehen, weil Gedanken von dir nicht sehen. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Wir steigen jetzt einmal in eine sehr komplexe Sache ein. Das ist ein Grundwissen, das muss, ich nenne das immer, das muss installiert sein. Ob das bei dir installiert ist, du bist der Erste, der das mitkriegt. Und glaube, nur weil dir das jetzt logisch erscheint, ist es nicht installiert. Dein Alltag wird dir immer wieder was anderes beweisen. Das heißt, du schläfst immer wieder weg. Sobald, da muss nur das Telefon klingeln, dann ist dieses ganze Wissen weg. Du hast ein Geräusch, ein Klingelingeling, und das ist ein Reizauslöser, das erkläre ich auch lang und breit. Da außen ist nicht irgendeiner, der dich anruft. Du träumst jetzt. Es gibt kein außerhalb des Traums. Du hörst ein Geräusch, und jetzt nochmal, Worte kann ich hinschreiben. Das ist zum einen sind es Schriftzeichen, im selben Moment ist es auch eine Zahlenstruktur. Es sind Computerprogramme oder es kann ein Geräusch sein. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass jedes Geräusch eigentlich ein Wort ist. Betrachte das einfach mal lautmalerisch. Wenn du jetzt Gong, Gong, Gong hörst, dann wirst du an der Kirchenglocke denken. Dann hörst du irgendein Fieben, dann denkst du an irgendwelche Vögel. Dann hörst du ein Brummen, dann denkst du an ein Rasenmäher. Das ist der, dass du diese Sachen denkst, ist die Ursache, dass die Geräusche sind. Die kommen aber nicht von außen, wenn du träumst, sondern aus dir selber. Das ist das Computerprogramm, das ist das Prinzip der Matrix. Und ich weise dich jetzt darauf hin, das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit und nicht das, was du bisher geglaubt hast. Und es nützt dir auch nichts, es geht nicht darum. Das ist jetzt auch sehr wichtig, dass du das begreifst, dass du irgendeinen Menschen davon überzeugst, dass es so ist oder irgendeine Menschen missionieren musst. Weil die ganzen Menschen, die du jetzt denkst, gleichgültig, jetzt sind sie hundertprozentig sicher, deine ganzen Freunde, deine Familie ist jetzt hundertprozentig sicher nur ein Gedanke von dir.
den du übrigens aufgrund dieser Worte, weil ich das jetzt ausspreche, denkst du an deine Familie oder an deine Freunde, die nicht, diese Gedanken existieren nicht, wenn du sie nicht denkst. Ich betone nochmal, im Anfang war das Wort und ich erzähle dir jetzt etwas, dass das Ganze sich in einem Bereich von Zahlen in einer Matrix abspielt, das ist, wenn die Zahlen so runterlaufen. Das ist einmal die erste große Erkenntnis. Und es macht keinen Unterschied, ob du jetzt diese Freunde oder Bekannten nur denkst, oder ob die als sinnlich wahrgenommene Informationen auf deiner Verabredeterscheinung treten, in einer gewissen Entfernung von dir vollkommen real zu stehen scheinen. Es bleiben deine Informationen, wären es nicht deine Informationen, könntest du es nicht wahrnehmen. Und du wirst jetzt ganz, ganz gewaltig entscheiden, wie dein Traum weitergeht, ob du das jetzt akzeptierst, ob du neugierig wirst, ob du bereit bist für diese vollkommen neue Programmwechsel, für dieses Update, für dieses göttliche Update im wahrsten Sinne des Wortes, das dich in eine vollkommen neue Bewusstseins- und Wahrnehmungsebene hebt, oder ob du vorschnell und arrogant sagst, was ist das für ein Scheiß, ich habe das nicht nötig. Und dann sage ich, dann kämpfst du auf dieser Ebene, wenn du willst, bis in alle Ewigkeit, aber das ist schon wieder das Wort ewig. Was stellst du dir bei dem Wort Ewigkeit vor? Du wirst bei jedem Wort eine Vorstellung in dir aufbauen und das bestimmst nicht du, sondern das bestimmt die Programmierung, der Intellekt, der Glaube, den du zurzeit zum Denken benutzt. Und diesen Glauben konntest du dir nicht raussuchen, so wenig wie sich ein Computer seine Programme und sein Betriebssystem raussuchen kann. Ich muss ja einen Riesenkomplex von Wissen vereinfache ich wirklich. Es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen, dass wenn man neugierig ist und nicht bei jedem Wort ein Filter einschaltet, das ist das Hauptproblem, dass der normale Mensch ständig unbewusst weiterdenkt. Das Wort ich bin, du würdest eigentlich hier schon erklärt. Das ist, wenn zum Beispiel einer eine Geschichte erzählt, das ist das Prinzip des Witzes, um das nochmal anzusprechen. Dass du immer, das musst du dir bewusst machen, Bewusstsein klingt, dass du beginn damit, dass du wirklich absolut dich loslöst von deiner Logik und zu einem vollkommen wertfreien Beobachter deiner eigenen Informationen wirst und dazu gehören auch deine ganzen Wertungen. Du musst diese Wertungen beobachten, ohne diese Wertungen zu werden. Sonst hast du deine Logik nicht verlassen. Und das lassen wir jetzt als Vorwort gut sein. Und ich hoffe jetzt einmal, weil wie weit ich in ein Wort einsteige, weil das Hauptproblem ist, dass jedes Wort, dass wir uns anschauen, ich mache immer so als Metapher, du kannst dir 400 Seiten Buch draus machen. Und bevor du nicht aus einem Wort ein 400 Seiten Buch draus machen kannst, wirst du dich immer in die Irre führen. Und jetzt kommt die verborgene Harmonie der Dinge und dadurch zitiere ich jetzt ganz, ganz kurz einmal, jetzt denken wir uns einen Menschen aus, den Karl Renz, das Video war bei uns im Chat drinnen, wo sehr unmissverständlich ist, wo ich immer wieder sage, soll es einen Karl Renz geben? Und ich sage jetzt, den gibt es jetzt hundertprozentig jetzt, hier und jetzt, weil wir ihn denken. Und die Frage, ob der auch dann existiert, wenn wir ihn nicht denken. Und dieses Wort wir ist nicht mehrere oder viele, das sind nur zwei. Das bin ich und du. Und ich und du, rot geschrieben, ist Jotzia und Izia, ist nicht irgendetwas Existierendes. Ich sage immer, das ist der vom Bücherregal, das bin ich, JCH, und du, Geistesfunk, bist jetzt einer, der aus dem Bücherregal ein Lebensbuch herausgenommen hat und dieses Lebensbuch, dieses Programm in seinem Traum wie in einen Computer abspielt. Das heißt, du bist in der Vergessenheit. Das, was du jetzt vollkommen real erlebst, dieses Video zum Beispiel oder deinen Körper, wenn du an deinen Körper denkst, wenn du jetzt das Zimmer verlässt, das ist ja auch so interessant, das Deutsch-Ivri, diese Gottessprache, die ich für dich erschaffen habe, ist ganz interessant, du kannst das Zimmer gar nicht verlassen. Z im Meer heißt die Geburt, passiert im Meer, in dem der immer ist. Und dieses Meer ist Gott und das ist nichts. Jetzt ist natürlich, wenn ich überhaupt keine Grundlagen habe und von vornherein sage, das verstehe ich nicht, glaube es mir, das ist so einfach wie das kleine Einmaleins. Man müsste nur wissen, dass dieses Bereshit Bara Elohim, das ist der erste, die ersten paar Worte in der Bibel, in der Tora auf Hebräisch, inmitten dieses Kopfes erschafft El Hayom. Das wird mit Gott übersetzt. Dieses Bereshit im Anfang heißt eigentlich, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt. Das habe ich tausendmal erklärt. Absolut korrekt übersetzt übrigens. Und dieses El Hayom heißt Gott das Meer. Das ist jetzt ein schöner Zufall. Du kannst dieses Z im Meer, die Geburt im Meer gar nicht verlassen.
weil du immer bist. Du bist immer derselbe Geist, egal an was du denkst. Das ist zum Beispiel so eine Erkenntnis, dass im ständigen Wechsel deiner Informationen sich an dir selbst überhaupt nichts verändert. Und dieses dir selbst ist jetzt, du darfst jetzt nicht an irgendetwas denken, wenn du an dich denkst. Darum habe ich tausende Male erwähnt, und du hast es noch nicht in deinem Alltagsbewusstsein, in deinem Schlafbewusstsein wirklich installiert. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, es baut sich in dem Moment, wo du an dich denkst, in dir eine Information auf, die du bist der Einzige, der diese Information sieht. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Das ist wie ein träumender Geist. Der Traum wird nur von dem Geist erlebt, der jetzt träumt. Und was er träumt, hängt davon ab, was für ein Programm, was für ein Intellekt, was für ein Film er, was für ein Lebensfilm er laufen hat. Und darum ist es sehr wichtig, dass ich jetzt sage, du bist dann eigentlich der Computer. Und je nachdem, welches Programm ich reinmache, laufen da komplett unterschiedliche Filme, obwohl es derselbe Computer ist. Und das ist jetzt die Lampe im Projektor, um hier einen Faden zu finden, die nicht flackert, ist die Quelle für alles, was wir nach außen projizieren. Dazu brauchen wir jetzt aber noch ein Display oder ein Projektionsdia, ein Auseinanderschmeißen, wo wir auf der einen Seite die Einheit haben und auf der anderen Seite die Vielfalt. Und egal, welchen Film ich jetzt laufen habe, welche Datei ich laufen habe, es ist immer dieselbe Lampe. Du bist immer derselbe Geist, gleichzeitig welches Leben, welche Rolle du zurzeit spielst. Ich habe immer ganz früher so die einfache, früher meine ich nicht früher in Bezug auf Vergangenheit, diese Metapher eines Schauspielers gebracht, der, wenn er auf die Bühne des Lebens steigt, verschiedene Rollen spielt. Eine Folge- oder eine Holger-Rolle, eine Udo-Rolle, Namen sind jetzt komplett austauschbar. Du kannst jetzt Milliarden von Menschen denken, wenn du dich als ein Mensch erlebst, als ein Trockennasenaffe erlebst, egal auch zu welchem Zeitpunkt, im Mittelalter oder als Captain in einem Raumschiff. Das sind alles Romane in dem Bücherregal, der vom Bücherregal erlebt ist. Das ist der Einzige, der es erlebt, ist der Leser, der all diese Leben lebt. Und sobald du in einer Rolle in die Vergessenheit gehst, bist du, es ist nur ein Leser. Er kann auch nur ein Buch im Moment lesen. Er kann nur im Moment nur eine einzige Rolle spielen mit deiner jetzigen Logik. Aber wenn das Bewusstsein aufgeht, wirst du feststellen, dass du alle Perspektiven gleichzeitig sehen kannst. Jetzt sind wir aber in dem Chat-Denken. Das ist diese Sache, du kannst deine Küche nicht sehen, du kannst aber wissen, was eine Küche ist. Und sobald du aus dem Ordner, wir bleiben in der Computer-Metapher, ein Bild herausholst und einer sagt, der Küche ist ein Herd und der andere behauptet, nein, eine Küche ist ein Kühlschrank. Das ist jetzt ungefähr so, wenn ich sage, ich bin jetzt der Holger, nein, ich bin der Volker, nein, ich bin der Udo. Das hängt davon ab, dass dasselbe Ich, derselbe Computer nur ein anderes Programm laufen hat, die sich dann auf eine eigenartige Art und Weise überschneiden. Und genau dieses Prinzip wird absolut exakt in allen heiligen Schriften deiner Welt erklärt. Ich sage, du wirst von mir nie hören, das betone ich immer wieder, dass egal, was irgendein Mensch jetzt, der in dir auftaucht, und wenn er nur gedacht ist, wenn du zum Beispiel eine Zeitung liest, ein Buch in die Hand hast, ein Geschichtsbuch, ein Philosophiebuch in der Hand hat, muss dir klar sein, das, was jetzt cut, was jetzt existiert, ist das, was jetzt da ist. Und dann musst du dir klar machen, ich habe jetzt ein Buch in die Hand oder ich schaue auf ein fetzen Papier oder auf den Monitor, weil ich ins Internet gehe. Und da sind Worte drauf. Es ist jetzt gleichgültig, ob du die Worte siehst oder ob du die Worte als Geräusche hörst. Du wirst zwanghaft mit deinem Programm jetzt irgendeine Vorstellung in dir erschaffen. Und die ist so, wie sie von dir gedacht wird. Das, was du denkst, hat keinen Einfluss darauf, dass es so ist, wie du dir das denkst. Gleichgültig, ob du jetzt an Politiker denkst, an eine Erdkugel denkst oder eine Erdscheibe oder an einen Putin denkst oder an Amerika denkst. Es ist vollkommen gleichgültig. Du erschaffst das, was du denkst, hier und jetzt in deinem Kopf und es wird genauso sein, wie du dir es denkst. Die Sachen, die du denkst, haben keinen Einfluss drauf. Ein Pinsel malt ein Bild, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Alles, was hier erschaffen wird, aufgrund des Kugelschreibers oder des Pinsels, ist ein Dasein-Müssen. Und wenn jetzt der Pinsel oder der Kugelschreiber anfängt, das, was er selber erschafft, zu kritisieren, ein klares Zeichen von einer vollkommen geistlosen Kreatur, die jetzt von dir ausgedacht wird. Du wirst irgendwann einmal mit Demut eingestehen, dass das, an was du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst, im Prinzip nichts anderes ist. Ich nenne das einfach einen vollkommen unbewusst träumenden Geist.
der jetzt übrigens was Ausgedachtes ist. Du bist der, der sich das ausdenkt. Aber sobald du das jetzt erkennst, bist du schon wieder was Ausgedachtes. Ich bin der, der erkennt, dass er, wenn er an sich denkt, entweder an einen Trockennasen auf oder an einen träumenden Geist denkt. Aber wer denkt sich jetzt den aus, der das erkennt? Muss ja wieder einer davor sein. Und du wirst jetzt merken, das Spiel wäre unendlich. Du kannst immer sagen, da muss ja einer sein, der sich den ausdenkt, der sich den ausdenkt, der sich den ausdenkt, bis du akzeptierst, dass du selbst etwas bist, was nicht als Ding an sich nicht existieren kann. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du ewig bist. Du bist ewig. Du bist ewiger Geist vor meinem Geist. Ich nenne das Geistesfunk. Bloß ich bin statisch, absolut gesehen, immer dasselbe. Du bist auch immer dasselbe, weil du ich bist. Aber du wirst dich, je nachdem, welches Leben du durchlebst, dich mit irgendwas Ausgedachten verwechseln. Bis du das bewusst machst. Und das ist jetzt die Möglichkeit mit Holofeeling, dass du das nicht mehr unbewusst machst, sondern dass du das bewusst machst. Dazu ist nur nötig, dass du nicht einen einzigen Moment vergisst, was du selbst bist und was deine ständig wechselnden Informationen sind. Das ist der Lernziel, das ist der Sinn des Lebens, dieses Lebens, das du jetzt lebst, wenn Holofeeling in dir in Erscheinung tritt, ist dieser große Umbruch in eine vollkommen neue Wirklichkeit. So. Jetzt haben wir 26 Minuten der Vorwort gehalten. Die 26 Minuten sind übrigens keine Zeitspanne, die du dir ausdenkst, sondern ein kleiner Jahwe-Datei. 26 steht nämlich für Jahwe. Und jetzt schalten wir mal den Bildschirm ein, dann machen wir das alles einschalten. Und dann gehen wir hier. Ich will kurz erklären, was ich vorhabe. Ich habe jetzt wesentlich mehr aufgemacht. Und zwar geht es zum einen, dieses Warum vergeht Zeit, das ist was Wissenschaftliches. Dann hören wir uns den ganz kurz an. Und dann habe ich hier als Musterbeispiel, das ist jetzt einfach ein von uns ausgedachter YouTube-Kanal, das ist ein Diplomphysiker und der hat hier einen Riesenspaß offensichtlich, den Koranmenschen zu erklären, dass der Koran eine einzige Lüge ist. Für Koran kannst du auch hier die Dora, den Denach, die Bibel, das Neue Testament, die Upanishaden, alle heiligen Schriften deiner Welt kannst du da nehmen, die sind alle Lüge, weil das einzig Wahre ist die Naturwissenschaft. Das sind für ihn Fakten und er versucht es zu beweisen und er merkt gar nicht, dass alles, was er den gläubigen Menschen, was er jetzt das Wort Gott zum Beispiel, da wird jetzt hier das Wort Allah benutzt, Allmacht, Allwissenheit, alles, was er vorwirft, ist eigentlich nur ein Spiegelbild seines eigenen geistlosen Wahnsinns, den er verfallen ist. Ein Musterbeispiel wie er hier, es ist nichts anderes, es ist so eine unendliche Arroganz in ihrer vollkommen geistlos nachgeäfften Wissen. Das will ich dir jetzt etwas zur Anschauung bringen. Übrigens, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt ausdenke oder den ich dir denken lasse, weil du denkst dir ja die aus. Ich weiß immer wieder, wenn du wirklich einmal drauf gehst, wenn ich rede, musst du im Kontext, sehr wohl im Kontext darauf achten, ob ich jetzt von dir ausgedachten, von dem Menschen auf Udo Becher spreche, der nur ein Gedanke in deinem Kopf jetzt ist, hundertprozentig sicher, wenn ich sage, das kleine Pixelmännchen unten in der Ecke bin ich mit Sicherheit nicht oder irgendwo anders auf dem Bildschirm. Dieser Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist letztendlich, du träumst eine Figur in deinem Traum. Der rote UB ist der, der dich das jetzt träumen lässt, das ist der vom Bücherregal. Und da habe ich jetzt verschieden von diesen Videos verschiedene Stellen rausgesucht, die hören wir uns ein wenig genauer an und mal schauen, wie weit das mal kommen. Und zwar fangen wir jetzt ganz einfach mal an hier mit dem Lash. Ein Gedanke von uns. Er ist ja so hier jetzt in deiner Traumwelt, in die ich dich jetzt hineindenken lasse, ist es ja so der Wissenschaftsastrophysiker, Papst und Philosoph, einer der geistlosesten Schwarzköpfe, wo es überhaupt gibt. Und das ist jetzt keine Beleidigung, das ist eine wertfreie Beschreibung von dem, was ist. Hören wir uns das ganz kurz einmal an. Nur ganz kurz. Keine Worte für. Also immer dann, wenn mathematische Konzepte auf einmal wirklich werden, also real, dann bin ich immer als Philosoph schon ganz bewundernd, weil normalerweise Mathematik ja eine Strukturwissenschaft ist, die sich mit Denkstrukturen beschäftigt, die müssen ja nicht real sein. Und die Physik dagegen ist eine Realwissenschaft, deswegen kann sie auch nur einen ganz winzig kleinen Teil von Mathematik als Instrument verwenden. Das ist jetzt nur diese Aussagen allein. Mangelt, und darum wiederhole ich das immer wieder,
an einem absoluten Grundwissen, was Worte eigentlich bedeuten. Und da wird bei Holofeeling überhaupt kein Hickmeck davon gemacht. Ich benutze für all die Beweise, die ich dir gebe, dass die Welt ganz anders ist, schlichtweg die Bücher, all die Bücher, die in dir auftauchen, die Wörterbücher, die Physikbücher. Ich sage, alles, was dort drin steht, stimmt. Was nicht stimmt, ist, was Menschen für Vorstellungen, für einseitige Auslegungen von Worten haben. Da fällt zuerst einmal das Wort Mathematik. Und das schauen wir uns ganz nochmal ganz kurz an. Das sind zwei Wortteile. Das ist einmal Mathe. Das heißt schlichtweg und einfach das gelernte Wissen. Das gelernte. Egal, was man dir erzählt, ich sage, du bist der geistloser Computer. Als Geist selber bist du nur dieser Computer, ein Symbol. Und je nachdem, was ich jetzt für ein Programm in dich eingebe, wirst du Bilder aufbauen. Das hängt davon ab, was man dir erzählt hat. Das Mathema ist einfach nur das gelernte. Egal, um was. Es geht hier nur um das Lernen selber. Und jetzt kommt natürlich dieser Mardik. Der schreibt sich mit einem anderen T. Vergebliches, erfolgloses Bemühen. Wir machen einmal das Matt. Diese Radix MT heißt übrigens im Hebräischen Tod. Da habe ich immer wieder darauf hingewiesen. Das sind die Kriegsleute, die hier um ihr Wissen, um ihre Weisheit kämpfen. Angebliche Männer, was eigentlich lasst die Toten ihre Toten begraben. Das ist Tod, das ist Wissen, das nicht überlebt. Interessant ist, wenn ich da eine Imendung dran mache, das ist jetzt die sogenannte Mehrzahl von Tod, die Toten, landest du bei dem hebräischen Wort für die Leute und die Menschen, die du dir ausdeckst. Das ist ein Matrix-Programm. Ich kann das immer wieder nur sagen. Das ist einmal unser Mathematik. Und wenn wir hier dieses Mat selber, die töricht handeln, es sind Lügenträger, Bossen und Lügenträger, das ist immer die Mat, baut diese Radix auf. Es sind einfach nur prahlen, was Sie alles wissen, ein absolut dörriges, vergebliches Geschwätz, ein eitles Geschwätz, das sind Mathematiker. Eigentlich ist jeder normale Mensch, egal ob ein religiöser, esoterisch oder naturwissenschaftlicher Schwätzer ist, ist ein Mathematiker. Das Rechnen ist die Arithmetik. Das zweite Wort, was wichtig ist, ist das Wort real. Was ist eigentlich die Realität? Und da hatte ich die Naturwissenschaft der letzten 200 Jahren in die vollkommene Geistlosigkeit und Verblödung geführt. Dazu zählen auch alle Religionen. Holofeeling ist ein absoluter Bruch mit diesen Systemen. Beruch heißt übrigens im Geist. Merkst du, wenn das Wort Bruch für dich negativ ist, dann hast du schon ein großes Problem. Du musst in der Lage sein, Worte, die du jetzt hörst oder die du liest, dir bewusst zu machen, was für eine Vorstellung diese Worte in dir auslösen. Und darum sage ich immer wieder, das wird aus jedem einzelnen Wort ein 400-Seiten-Buch, wenn du die Komplexität eines Wortes verstehst. Wir schauen jetzt einfach mal das Wort Realität an. Zu dem Fehler kommen wir noch. Da machen wir nur real, das reicht eigentlich aus. Was ist real? Die reden alle von real. Ich habe hier schon mal den Tractatus Logicus aufgemacht. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Dieser Tractatus Logicus, ein Werk 1918, übrigens göttliche Spiegelung bin ich, von Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Ich behaupte, dass ich all diese Leben gelebt habe. Und in jedem Leben habe ich was dazulernen dürfen. Das ist sehr interessant. Man nennt diesen Wittgenstein einer der größten Sprachphilosophen und es ist eigentlich sowas von dumm. Ein Sprachphilosoph, der bei Satzbau beginnt und nicht nahezu in seinem ganzen Werk nicht auf ein allereinziges Wort, auf die Etymologie eines Wortes eingeht, ist kein Sprachphilosoph. Ich fange erst einmal an zu verstehen, was ein einzelnes Wort bedeutet, bevor ich mir den Kopf zerbreche. Was Sätze ausmachen. Das sollte an und für sich klar sein, solange du nicht weißt, was ein Wort bedeutet. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Das Wort Fall kommt von Falla, lateinisch, drum war gerade der Fehler. Das heißt, die Welt ist all das, was in dir fehlt. Mache ich ganz kurz, weil wir das gerade schon da hatten. Schau, der Fehler, was ist ein Fehler? Die Abweichung vom Richtigen. Die Abweichung vom Richtigen, wir haben ein Richtig und wir haben ein Verkehrt. Da bin ich tausendfach drauf eingegangen, beides gehört untrennbar zusammen wie oben und unten. Oder hell und dunkel. Alles, was sich widerspricht,
ist was vollkommen Neues und eine Richtung ist eine Richtung, wo du schaust und wenn du von der anderen Seite schaust, ist es die verkehrte Seite, die Kehrseite. Du kannst aber auch die Kehrseite jetzt die richtige Seite nehmen und dann haben wir schon plötzlich vier Seiten. Das Ganze hat zu tun mit einem Mangel und wenn du das Wort Mangel nimmst, wird es ganz interessant, wenn wir das hebräisieren, Gestalt gewordene Existenz, Mann heißt ein Urteil und das Urteil, dann kriegst du eine Gedankenwelle. GL. Und das Ganze ist dann GB, tausendfach gezeigt, wenn wir das GB eingeben, der Geist, der Bolaver, dann kriegst du genau diese Sinuskurve in der Beschreibung. Darum weise ich da immer wieder drauf hin, wenn du es vergessen solltest. Das ist zuerst einmal ein Bugel von einem Shin-Elit, von dem Logik des Kindes entsteht ein Bugel, eine Erhöhung. Dazu brauchen wir eine Erwiderung in der Felge. Dieses Gewölbe, das sich vor dir rauswölbt, ist jetzt hier, sind Ecken. Heu kommt von der Heuer. Jedes Wort wäre jetzt sehr wichtig und dann kriegst du dein HWH. Das auseinandergeht, O ist gleich W. Und dann kommen wir in die Rückseite und dann fällt es wieder in den Wasserbehälter, in den der MA ist hinein. Das ist nur eine auftauchende Gedankenwelle. Und jetzt ist es also so, dass ich hier diesen Mangel, wir können jetzt das hergeben, da haben wir auch den Angel, die Angel, Englisch gelesen, einen Engel. Und jetzt wird der Mangel, wenn wir den latinisieren, kriegst du Egeo. Und da hast du jetzt schon bei Egeo, interessant, das ist das lateinische Wort für den Mangel. Das ist ein gestaltgewordener Engel, der anfängt zu leiden, Angel. Wir müssen alle Sprachen, Holofeeling verknüpft, alle Sprachen aller Zeiten. Wenn ich Zahlen einsetze in ein arithmetisches System, das ist ein göttliches Computerprogramm. Interessant ist, wenn ich jetzt weiß, das kommt aus dem Griechischen, wir machen einmal das E, das steht für Ex, Geo, und jetzt kriegst du hier schon deine Erdbeschreibung, einen Erd, ein Wahrsager der Erde, Geomandie, die Geo, Gaia. Geo, jetzt kommen wir in das Griechische, der Wahrsager. Ich habe gesagt Wahrheiten. Wahrheiten sind Wahrnehmungseinheiten, das sind Sachen, die du wahrnimmst. Wahrheiten sind deine Informationen, jede Information gleichgültig, ob die jetzt bewusst oder unbewusst gedacht ist oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist. Wahr ist immer das, was du siehst, was du wahrnimmst. Die Wirklichkeit, das wirkende Licht ist die Lampe im Projektor, die flackert dabei nicht, das ist der Geist, der es wirklich bewusst wahrnimmt. Und nicht nur gefiltert und einseitig ausgelegt. Damit lasse ich es gut sein und jetzt gehen wir zur Realität. Das Reale, die Realität, was ist die Realität? An was denkst du bei dem Wort Realität? Bei dem Wort Realität denkst du an irgendeine Welt da außen, die unabhängig von dir da außen existiert. Ganz nebenbei, du blickst dabei das zweite Gebot. Wenn du an dich denkst, denkst du an einen Trockennasenaffen, an einen sterblichen Trockennasenaffen, damit blickst du das erste Gebot. Das erste Gebot ist, mach dir kein Bild von Gott. Nochmal, in dem Moment, wo du an irgendetwas denkst, da schaffst du, weil du es denkst, hier und jetzt in dir eine Information. Gleichgültig, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Du kannst jetzt an Udo nach Weißenburg denken und du kannst dir an Einstein nach Zürich denken oder an Sokrates nach Athen. Diese Typen entstehen hier und jetzt in dir und egal, wo du dir die hindenkst, räumlich wie zeitlich. Es ist hier und jetzt eine Information, die von dir erschaffen wird. Oder denk jetzt einmal an den Putin und denk dir den Putin nach Moskau. Wo ist der Putin, den du dir jetzt denkst? Ist der Gedanke in Moskau oder ist er hier und jetzt in einem roten Kopf? Und der wird dann so sein, wie du in dir denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Die Realität hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Sachen, die du jetzt denkst, das ist übrigens ein Faktum, eine Tatsache, die du sofort überprüfen kannst, die Tat besteht darin, dass du jetzt an was denkst und hier und jetzt in dir eine Information erschaffst. Das kann auch eine sinnlich wahrgenommene Information sein. Du musst jetzt bloß ganz bewusst einmal dir klar machen, ich habe jetzt eine Verabredung auf, in einer gewissen Entfernung vor mir steht jetzt ein Monitor und in dem Moment, wo du den jetzt ausgedachten Kopf nach rechts oder nach links drehst, verändert sich diese Bilder auf deinen zwei Augen auf den Monitoren. Da kommt aber nichts von außen. Zweites Gebot halten, mach dir kein Bild von etwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage immer von da draußen. Sondern es kommt aus dir, du träumst jetzt. Und jetzt schauen wir uns das Wort real an. Real bedeutet in der Wirklichkeit, nicht nur in der Vorstellung so vorhanden, gegenständlich. Jetzt muss man wissen, das wirkende Licht, das ist das Zentrum. Ich sage immer, das ist der Punkt in der Kamera Obscura. Das heißt,
Diese intellektuelle Existenz ist eine geöffnete Berechnung und die ist in das wirkende Licht. Das Licht ist die Lebensfrische. Ich nenne das immer Licht. Das ist deine Lebensfrische. Die Frische, die Lebenskraft. Da muss ich aber zuerst noch mal wissen, dass das Free für sich eine Frucht ist. Und diese Frucht, die du zuerst zu durchschauen hast, aber es wird jetzt zu weit führen, wir können das hier rausschmeißen. So, jetzt kriegst du hier die Lebenskraft, den Saft, das Neue. Da steckt der Neo mit drin, wenn wir das rot machen. Das ist dein Lichtkollektiv, ist die rote Lampe im Projektor. Und diese Lichtschatten, das sind die ganzen Projektionen, die du dir jetzt ausdenkst. Die Sterne, die Lampen, alles, die Sonnen, die du dir denkst, das sind ausgedachte Lichter. Das Kleine nehme ich mit dazu. Ich hoffe bloß, dass uns das jetzt nicht so rausschmeißt. Der Bildschirm ist nur übertragen, oder? Ja. Hast du alles ist gut? Ich sehe euch. Alles gut, passt, einfach zuhören. Das sind jetzt die ausgedachten Lichter. Wo ist jetzt die jetzt übrigens herkommen? Dieser kleine Moment. Wo ist der jetzt aufgetaucht? In dir. Inwieweit ist in dir noch der Glaube, dass sich das irgendwie da außen, was du dir jetzt ausdenkst, befindet sich niemals da, wo du dir es hindenkst. Das ist hundertprozentig sicher hier und jetzt deine Information. Und jetzt kann man das spiegeln, diese Lebenskraft. Und wenn wir das spiegeln, dann kriegst du das Weltliche, das ist jetzt gespiegeltes Außen. Und die Menschen da außen fangen an, vor Angst zu zittern, weil sie Angst haben, dass sie zerstört werden. Und warum ist das jetzt so, Holger? Weil das auf meinem Schwamm drauf ist. Nein, weil du dir das denkst, weil du dir es aufgrund dieser Worte eventuell denkst, außer du sagst weder. Weil Menschen, die du dir denkst, entstehen hier und jetzt, weil du sie denkst und die werden das denken und empfinden und so sein, wie du sie denkst. Du wirst irgendwann nochmal den Schuh anziehen müssen, dass du Gott bist. Und das habe ich jetzt nicht zu dem Gedanken Holger gesagt, den du dir ausdenkst, sondern ich sage das immer, ich spreche nur zu dem, der sich alles ausdenkt, was er denkt. Und du erlebst nur deine eigenen Informationen. Hör dir den Anfang des Gesprächs nochmal an. Aber wir wollen dieses Wort real genauer anschauen. Das war jetzt nur die Wirklichkeit. K-Eid hast du übrigens wie buchstabiert. Nicht nur flackernd, das, wenn ich das jetzt immer sage, ich kann das komplett widerlegen. Wenn nicht, muss man selber nachschauen. Dieses Nur ist praktisch eine Art, zwei Arten vom Licht in unserer Vordersprache. Das ist einmal dieses Licht und dasselbe Licht plus vorne statt an N. Und du musst nur das untere wissen. Das ist die Existenz, das ist eine aufgespannte Berechnung. Und diese aufgespannte Berechnungen von Gedanke zu Gedanke verändert sich das. Im Hintergrund rot gelesen hast du aber ein bewusstes geistiges Sein in diesem Geist, in dieser Lampe, im Kopf, im roten Kopf ist alles verbunden. Dieses rote Nur, das ist der hier, die 92, die Geburt an der Polarität. Dieses ZB bin ich tausendfach darauf eingegangen, die Geburt eines Wissens, Entschuldigung, nicht der Polarität. Dieses ZB ist jetzt auftauchen. ZB, da wollen wir hin. Das ist mit einem harten P, das ist mit B, heißt auftauchen, auf der Wasseroberfläche schwimmen, das sind deine Gedankenwellen. Und wenn ich das jetzt, das ist ja zwangsläufig eine Polarität, darum ist es ein bedeckter Wagen, da immer dieses Eckdenken. Und was hier wichtig ist, in dieser 92, das ist die Geburt einer Polarität. Das ist erst einmal eine vergängliche Geburt, die Polarität ist eine Gedankenwelle. Im Roten geschrieben ist es der ewige Geburtsgeber, in dem alles im Zentrum verbunden ist. Und das ist das hebräische Wort für Testudo. Das ist dieses Zeb, dieses im Jahwe Zebaot. Wenn ich dir jetzt sage, ich bin Jahwe Zebaot in der Bibel, musst du nicht glauben. Was so wichtig ist, dass du erkennst, dass ich behaupte, dass ich du bin. Dass ich jetzt natürlich nicht von dem Brösel Udo rede, den du dir jetzt ausdenkst, oder von dem rede, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst, ich rede von dem roten Bereich. Das ist der große Unterschied, die Erkenntnis, was ist dieser Unterschied zwischen Rot und Blau. Also wir haben hier diese nur in einer Vorstellung so vorhanden. Das heißt, alles, was du als Information zu sehen bekommst, musst du dir ausdenken. Und jetzt haben wir diese zwei Schichten aus einem absoluten Mittelpunkt des Gottes. Nicht denkbar.
musst du dir zuerst einmal was ausdenken und es passiert dann, dass das Erste, was du dir ausdenkst, du denkst dir eine Information. Jetzt haben wir aber ein ausgedachtes Innen und dieses ausgedachte Innen hat dann ein Innerhaaralb und ein Außerhaaralb. Und der eigentliche Punkt, aus dem die Welle entspringt, schau dieses kleine Bild an. Auch immer, wenn du was in die Vergangenheit denkst, entsteht im selben Moment eine Zukunft. Du schaust immer nur eine Seite davon. Bin ich reichlich darauf eingegangen? Wichtig ist jetzt für mich, was bedeutet real? Und du merkst, ich muss so genau werden und dann wäre jetzt das Wort, wenn ich sage, wir müssten ein 400-Seiten-Buch draus machen. Der erste große Trick ist, das hast du jetzt hier entlehnt aus dem spätlateinischen Realis. Das heißt wirklich, das wirkende Licht. Die Wirklichkeit, eine Sache betreffend, sachlich, wesentlich, das lateinische Wort res ist Sache, Ding. Jetzt muss man natürlich wissen, dass das Wort Sache und Ding nicht irgendwelche Gegenstände sind. Zur Verhandlung kommt die Sache sowieso gegen sowieso. Wenn du vor Gericht stehst, das ist eine germanische, deutet auf eine germanische Gerichtsverhandlung hin. Und dieses Dien, Dien, Geh, ist das Gesetz des Gehirns oder das Gesetz des Geistes? Bin ich reichlich in Selbstgesprächen darauf eingegangen? Will ich jetzt nicht weitermachen? Was viel interessant ist, wir schauen uns jetzt einmal das Wort real an. Ich stelle jetzt erst einmal fest, im Lateinischen gibt es das gar nicht. Das klassische Wort real ist nicht vorhanden. Auch hier in dem Altwörterbuch von 1869, auch das Wort real ist, finde ich hier nicht. Wenn ich jetzt mir das hier reinstelle, dann sieht es anders aus. Realis, weil das Neulatein eigentlich ist. Sachlich, sächlich, die Realität, das ist jetzt schon der große Fehler, weil real das eigentlich in der Grundlage gar nicht heißt. Ich müsste jetzt zuerst einmal, um das genauer zu analysieren, und wichtig, es ist jetzt sehr von Vorteil, wenn du überhaupt keine Ahnung hast von Latein, das, was ich mache, wirst du irgendwann einmal, wenn du neugierig bist, du machst dich zuerst einmal zu einem Wesen, das sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Du löscht dein ganzes Wissen, egal was man dir erzählt hat, dieses Wissen führt dich nur in die Irre. Egal welchen Wissen du zurzeit anhängst, ich nenne das, das ist eine Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Sondern wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, wirst du das himmlische Reich von mir nicht betreten. Ein Kind ist auf alles neugierig, was es nicht kennt. Kannst du das für dich in Anspruch nehmen? Kannst du behaupten, dass du auf alles neugierig bist, was du nicht kennst? Und du wirst feststellen, dass du extrem weit davon entfernt bist. Du bist nur neugierig auf Sachen, die dir logisch erscheinen und alles, was dir im ersten Moment schon unlogisch erscheint, findest du sofort raus und willst du nichts damit zu tun haben und bekämpfst es. Und damit entheiligst du dich. Du entheiligst dich und dadurch lebst du jetzt in der Hölle. Also keine Angst, dass du in die Hölle kommst, du bist mittendrin. Wir machen jetzt einfach mal dieses Rea, wir schmeißen das hinten raus und wir schauen zuerst einmal die ersten drei Silben. Ich sage mal, man müsste normalerweise bei dem Re anfangen und dann kriegst du ein Zurückkehren. Das heißt, was ich Himmel, es geht nicht, dass du von der Hölle in den Himmel wechselst, das ist wie von unten nach oben, sondern es geht um den absoluten Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Das ist die Rückkehr. Und dieses Re, wir machen das ganz einfach, hier das Wiederansinnen, die Wiedervereinigung. Zwangsläufig, wenn du zurückkehrst, werden wir zwei wieder eins. Ich behaupte, ich bin du und du bist ich. Aber ich rede von etwas, was deine Menschheit nicht kennt, vom Geist. Und immer dran denken, sobald, an was denkst du, wenn du an den Geist denkst? Zuerst einmal an das Geräusch Geist, an das Wort Geist. Aber was für eine Vorstellung baust du bei dem Wort Geist auf? Denk wieder an unsere Karin. Am Anfang des Gespräches. Was für eine Vorstellung löst das Wort in dir aus? Oder das Wort Udo oder das Wort Peter? Du stellst jetzt fest, das, an was du jetzt denkst aufgrund dieser Worte, ist extrem beschränkt. Früher habe ich das einfach nur Krebs genannt. Da brauchst du einen Kontext im Hintergrund, dann wirst du feststellen, mit einer einzigen Auslegung kommst du gar nicht weiter. Jetzt haben wir dieses Rea. Und jetzt pass auf, was jetzt passiert, wie genau die Sprachen deiner Welt sind, wenn man die physikalisch verknüpft. Da kriegst du zuerst einmal Rea, ist ein Wiederanzünden, eine Wiedervereinigung, ein Wiederaufbauen, ein Treiben in der Tat, in der Wirklichkeit, wirklich. Das kommt von Reipsa. Das immer dran denken, ich rede jetzt nicht von Wahrheiten, sondern von einem wirkenden Licht, das wie buchstabiert seine Wirklichkeit aufbaut. Wir können natürlich auch das Wir
blau lesen, das sind eben diese 2, 4, 16 Zeiten. Viel interessanter ist, wir müssen hier mal reinschauen. Da kommt dann übrigens die Riade, der Riatus. Und jetzt landest du in deiner Realität, ist ein Zustand eines Angeklagten, ein Angeklagtseins. Ich klage dich jetzt an. Dich, Geist. Schau, was du glaubst, kannst du das, was du glaubst, auch beschwören. Ohne einen Meinheit zu schwören. Das ist das, was ich ständig wiederhole in diesen Selbstgesprächen. Es sieht definitiv so aus, dass 99,999 Pünktchen-Pünktchen-Prozent all dieser Sachen, die dir rein logisch hundertprozentig sicher bewiesen erscheinen, kannst du und keiner von dir ausgedachter Menschen sowieso nicht, weil Gedanken von dir können nichts überprüfen, kannst du nicht überprüfen, nicht einmal, wenn du wolltest. Du kannst nicht überprüfen, ob der Körper, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, denkst du zwangsläufig aufgrund eines Programms an deinen jetzt aktuellen Körper, du kannst nicht überprüfen, ob dieser Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Du kannst auch nicht überprüfen, ob die Erde eine Kugel ist oder eine Scheibe ist. Du kannst die Internetseite aufmachen und irgendeine Einseitigkeit nachschwätzen. Das ist es, wenn ich immer wieder darauf hinweise, dieses geistlose Nachgeäffe deiner Wissenschaft ist so unendlich entlarvend für die Menschheit in deinem Traum, die nur ein Spiegelbild deiner eigenen Geistlosigkeit sind, weil all das du genauso nachäffst wie alle anderen. Das ist Riatus, das kommt von Reus. Das ist der Vorwurf und die Beschuldigung, die ich dir vorwerfe. Und darum hast du auch das Äußere. Immer dran denken, dieses scharfe S, AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist das, was du beschwörst. Und deine Beschwörungskunst besteht darin, dass du permanent Meineide schwörst. Das ist auch dann der Zauber, der Glaube. Überall hängt dieses AOB drin. Und darum ist es der Glaube von toten Geistern, die sich mit Affen, mit sterblichen Säugetieren verwechseln. Was übrigens sehr interessant ist. Wir haben zum einen den Adam. Schau, wenn mir jetzt den Roten, da bin ich drauf eingegangen, der ist auch ruhig, still, schweigsam. Wenn ich das alle vorne weg mache, wir schauen uns den Damm an, du wirst gleich merken, wo ich hin will, dann kriegst du ja das Blut. Interessant, wichtig ist, dass dieses Schweigen und Stillsein ist, ein bewusster Geist, ein träumender Geist schaut seinen Traum an oder er mischt sich nicht ein. Das heißt, schweigend und still bist du dann, wenn du auf nichts mehr, was in dir auftaucht, reagiert, sondern du bist der, der schaut, wie dein Programm reagiert, wie du aufgrund deiner Reaktionen in dir Gefühle erschaffst, immer in Maßsetzung deiner Reaktionen auf Reizauslöser und wie du gewisse Worte oder Stellen interpretierst und sofort in einen komplett anderen emotionalen Zustand kommst. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Es taucht ein Geräusch in dir auf, ich nenne das Klingelingeling. Aufgrund dieses Klingels denkst du an ein Telefon. Du materialisierst für einen kleinen Moment dieses Telefon. Du drückst auf den Knopf, hörst ab, ja bitte. Dann hörst du Geräusche, einfach nur Worte. Zum Beispiel die Worte, Polizeistation sowieso, geliebter Mensch von dir hat einen tödlichen Unfall gehabt. Das sind nur einige wenige Geräusche an deinem Ohr und dann schaust du, was in dir abgeht. Und jetzt ist es, bist du der, der reagiert, mit dem du dich verwechselst, oder bist du der, der das anschaut, vollkommen schweigend und still, so wie du in einem Kino sitzt und dich nicht in den Film einmisst, auch nicht der Zuschauer bist, der die Bilder auf der Leinwand interpretiert, sondern der, der in die Köpfe dieser Zuschauer reinschaut, wie sie reagieren, ohne das zu interpretieren. Du siehst nur unterschiedliche Interpretationen auf einen und denselben Reizauslöser. Tattvamasi, das bist du, heißt es in meinen Upanishaden. Wieso ich dir das jetzt gezeigt habe, man muss sich hier reinlesen, ich mache dich eigentlich zurzeit nur neugierig. Dieser Adam ist der Mensch nach Gottes Ebenbild, ist ein Gotteskind, das bist du. Es gibt aber auch noch einen anderen Menschen, das ist der sogenannte Enosch. Das ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der ist jetzt, das ist übrigens, Belut hast du noch in einer Hülle stecken, das ist die Hülle, in die du steckst, das ist die Traumwelt. Du bist immer das Zentrum deiner Traumwelt. Dieser Enosch ist jetzt auch ein Mensch, aber der ist gefährlich, heillos, hoffnungslos, tödlich, unhaltbar und verzweifelt. Jeder normale Mensch hat keine Überlebenschance. Es ist ein existierendes Wesen und alles Existere heißt heraustreten. Alles, was in dir träumenden Geist zu existieren beginnt, auch dein eigener Körper,
wenn du der derzeitige Trockennasenaffenkörper existiert nur, solange er von dir gedacht oder angeschaut wird. Und dann ist er wieder weg. Gedanken wären die Wellen eines Meeres, das im Meer immer ist. Die Wellen sind nicht immer. Das Existierende taucht auf und verschwindet. In Form einer Polarität. So, und jetzt machen wir hier auch einmal das alle vorne weg und schauen mal, was jetzt passiert. Das ist übrigens imperfekt. Jetzt kriegst du ein Aufrütteln, ein Umherschweifen, ein Schwanken, ein Wanken, ein Zittern. Und letztendlich ist es das, was dich umhüllt. Das ist die Welt, in die du dich einhüllst. Das ist deine Traumwelt. Das ist dein neuer Körper. Von deiner Reife und Neugier hängt jetzt davon ab, ob du das wahrhaben willst und dann sagst du, ja, ich muss ja noch so viel lernen. Ich sage, Lernen ist immer mal so eine Sache. Lernen ist nicht, dass du irgendwie von einer Welt, die sich unabhängig von dir da außen befindet, Wissen in dich hineinschaufen müsstest von dem Geschwätz irgendwelcher Menschen oder Bücher, die du dir jetzt ausdenkst. Alles Wissen ist schon in dir drin. Wo meinst du, wo der Udo das Wissen hernimmt? Ja, aus dir. Ich bin ja was Ausgedachtes von dir. Selbst ich komme jetzt aus dir und ich bin jetzt in dir. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Das ist kein religiöses Geschwätz. Es muss bloß richtig gedeutet werden. Ich wollte dir das nur zeigen, wenn du jetzt wirklich einmal ein paar hundert Selbstgespräche dir angehört hast, was du meinst, das hat mit Zufall nichts zu tun oder mit dem Gesetz der Welt, mit der großen Zahl. Das ist also hier die Realität. Nur kurz darauf eingegangen und dann machen wir das jetzt weg. Jetzt hören wir uns den noch mal kurz an. Ich wiederhole, lass ihn noch mal laufen. Keine Worte dafür. Also immer dann, wenn mathematische Konzepte auf einmal wirklich werden. Also das heißt, gelernte Konzepte werden plötzlich wirklich. Das sieht so aus in deiner jetzt sich ausgedachten Wissenschaftsgeschichte. Nochmal, sobald du ein Buch in die Hand nimmst, ein Geschichtsbuch, das ist eine Datei. Und ich wiederhole immer wieder, wenn du das immer wieder vergisst, in deinem Computer hast du eine Datei, ich sage einfach eine Filmdatei. Alles an Bildern und an Geräuschen, was auf dem Bildschirm auftaucht oder aus dem Lautsprecher, den Lautsprecher schwingen lässt, jetzt natürlich ausgedachterweise, ist komplett gleichzeitig auf dieser Datei. Und wenn du, das ist übrigens ganz interessant, unsere Tat, aber es wird jetzt zu weit führen, wenn du eine offene Welt, ein Videospiel spielst, alles, was da prinzipiell in Erscheinung treten kann, egal welcher Spieler spielt, egal was der in dem Videospiel macht, muss auf dieser Datei drauf sein, sonst könnte es nicht auftauchen. Es ist ein Riesenkomplex, eine Kollektion, wo alles gleichzeitig ist. Wir kommen jetzt zur Gleichzeitigkeit gleich wissenschaftlich. Und jetzt ist es also so, dass die Mathematik, das gelernte Wissen, die postulieren zum Beispiel irgendwelche Elementarteilchen. Das ist so eine Wissenschaftsgeschichte und dann 4 Jahre später werden die dann angeblich in Teilchenbeschleuniger oder sonst wie entdeckt. Da gibt es nichts zu entdecken. Du kannst keine Wassermoleküle entdecken. Auch wenn in deinen Büchern drinsteht, dass die schon vor 200 Jahren entdeckt wurden. Du kannst nämlich nicht etwas entdecken, was vollkommen unsichtbar, geruchlos, geschmacklos oder sonst was ist. Oder so unvorstellbar klein, du kannst auch keine DNA entdecken. Das sind Vorstellungen, die du aufgrund von Wissen aufbaust. Im Armfach war das Programm. Du bist ein Computer, du kriegst ein Programm und es baut Bilder auf. Und wenn du das Programm austauschst, wird sich deine Welt verändern. Und das Programm steht und fällt mit deinem Glauben. Du hängst aber in einem bloßen Fürwahrhalten, in einem extrem fehlerhaften Intellekt fest. Holofeeling ist allumfassend. Darum sage ich immer wieder, jegliche Art von Intellekt, jegliche Art von Behauptung, egal was in dir auftaucht, ist ein winziges Puzzlestück von Holofeeling. Es werden bei Holofeeling keine Feindbilder bekämpft. Darum sage ich auch, liebe deine Feinde. Und die Feinde sind jetzt nicht nur das Böse, das Schlechte, was übrigens sehr wichtig ist, wenn wir uns das Wort real mal ein bisschen anders anschauen. Das geht jetzt dann hier sehr weiter. Das kommt dann das Irreal, die Realität. Schau mal, wir haben zuerst einmal unser Re. Und dann machen wir einfach einmal einen berechneten Augenblick. Wenn du ein Spiegel bist, spiegelt er sich ja in dir zurück. Dieser Re ist zuerst einmal die Absicht, eine aufblühende Sicht. Oder eine Vordersicht, je nachdem, ob wir es rot oder blau machen, von anderen. A, N, D, hochinteressant. Hebraisiert heißt es im Imperfekt, ich werde auf und abschwingen. Und dann sind R, R sind zwei erweckte Sacken da, nämlich ein erweckter Wellenberg und ein Wellendal. Und das Ganze ist auch was Böses. Jetzt hebraisiere ich mir dieses Böse ganz einfach mal in der einfachsten Form BOS.
Schau, was jetzt passiert. Jetzt kriegst du ein Zertrampeln, ein Zerstampen, ein Zertreten. Sehr wichtig, im Hitball gelesen heißt es ein sich wälzen. Es entstehen Gedankenwelten. Es wälzt, es fängt an, hier in dir was zu wälzen. Das ist dieses ständige Stampfen auf und ab. Wir können auch das Waff rausschmeißen. Das wird nicht recht viel anders. BS, jetzt kriegst du den Bass, aber dann haben wir dann schon wieder ab. Im Aufblühen passiert es oder im Vorder. Das ist, was immer passiert ist, außerhalb ist eine Polarität, das ist deine raumzeitliche Wahrnehmung und inmitten verbunden ist das alles in deinem Bewusstsein. Real, dann bin ich immer als Philosoph. Also ich will ganz kurz sagen, dass Wissenschaftler, das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Die Schwierigkeit ist, dass dir zuerst einmal klar sein muss, dass du deinen Glauben auch verwirklichen kannst. Das heißt, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum und dein Glaube bestimmt jetzt, wie die Welt ist, auch die Naturgesetze. Und nur du erlebst deinen Traum, niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Die Menschen, die du dir ausdenkst, und ich sage jetzt einmal bewusst auf der Bröselebene, die werden das erleben, was du dir denkst, weil das ja eigentlich nur deine Informationen sind. Ich gehe nochmal auf einen hundertfach von mir zitierten Satz, was denken dann die Leute von mir? Zuerst einmal, ich betone nochmal, die Leute sind Medien. Ich sage, lass die Toten ihre Toten begraben, weil eine lebende Leiche kann nichts wahrnehmen. Das ist ein reiner, eine KI, ein Computerprogramm. Es ist innerhalb deines Videospiels sind es Figuren, die auftragen, die nur eigene KIs haben. Und wenn diese KI, diese künstliche Intelligenz, denen ihr Intellekt, Programmintellekt, deinem Intellekt widerspricht, dann gehen diese Diskussionen los, dann fängst du als KI an, mit der anderen KI zu diskutieren. Aber erleben tut es nur der Geist, der träumt, nicht diese KIs. Weder der, weder dein Gehirn noch dein Körper erlebt was, der spürt auch nichts und die anderen Körper spüren auch nichts. Du musst aufhören, mit irgendjemandem mitzuleiden. Und wenn ich jetzt sage, was denken dann die Leute von mir? Es ist ganz interessant. Zuerst einmal denkst du dir Menschen jetzt aus, die nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Und ich sage immer wieder, das ist wie Kisten. Und was hier ganz suffisant ist, ich benutze mal dieses Wort, dass du dir ja selber eine Frage stellst. In dir kommt eigentlich nur dieser Gedanke, das suchst du dir nicht raus, was denken dann die Leute von mir? Da ist ja eine Ursache da gewesen. Irgendein Gefühl, das einer schlecht über dich denken könnte. Wahrscheinlich. Und wenn du dich jetzt fragst, was denken dann die Leute von mir, stellst du dir selbst eine Frage, wo die Antwort eigentlich im selben Moment schon da ist. Ja. Weil du würdest dich ja nicht, du würdest erst gar nicht denken, was denken dann die Leute von mir, wenn du glauben würdest, dass die gut von dir denken. Jeder, der sich fragt, was denken dann die Leute von mir, indem jeder Geist, in dem dieser Gedanke aufsteigt, der ihn zwingt, an andere zu denken, die jetzt nur ein Gedanke sind, und sich fragt, was die von mir, von dem Gedanken, an den ich denke, wenn ich an mich denke, denke, die Antwort habe ich doch schon längst. Stimmt oder stimmt? Ja. Das war jetzt übrigens eine rhetorische Frage. Rhetorisch, ja, genau. Das ist me. Ein Gestalt gewordener Intellekt, der nicht weiß, was dasselbe ist. Schon ganz, ganz bewundernd, weil normalerweise Mathematik ja eine Strukturwissenschaft ist, die sich mit Denkstrukturen beschäftigt. Die müssen ja nicht, das ist gelerntes Wissen, das sich einfach nur mit Denkstrukturen beschäftigt. Das sind alles nur Denkstrukturen, aufbauend auf dem gelernten Wissen. Aber das gelernte Wissen, das du in dir trägst, ist so extrem fehlerhaft. Und dieses Fehlerhafte, dieser Fehler, das ist die Falle. Es fehlt nämlich so viel, zwangsläufig aufgrund der Tatsache, dass du das Ganze gar nicht wahrnehmen willst. Du willst immer nur eine Seite haben. Gehen wir jetzt dann genau drauf ein. Dieser Fehler, dieser klassische Fehler, was du nämlich feststellst, der kommt von Falle, von Betrügen. Du betrügst dich doch laufend selber. Verlier einen Fehler begehen. Auf Lateinisch fallere, betrügen, täuschen, irre führen. Es gibt nur einen einzigen, der dich belügt, täuscht und in die Irre führt. Und wer ist das? Das ist dein Ego. Das ist dein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Alles Leid, das du erlebst, entsteht, weil du einen extrem fehlerhaften Glauben auf den Leim gegangen bist, der Feindbilder bekämpft, der eindeutig unterscheidet zwischen richtig und verkehrt und so weiter und so weiter. Und du hast von einer Welle die Frage, ist jetzt eine Welle ein Balk oder ein Tal? Egal, welche Antwort du dir gibst, das ist fehlerhaft. Eine Welle ist beides gleichzeitig. Ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Wie viel tausendmal habe ich das runtergepredigt?
Jetzt hängt es natürlich davon ab, ob du ein Neueinsteiger bei Holofilling bist oder das seit 20 Jahren studierst. Interessant ist, ich rede jetzt bewusst raumzeitlich, dass jetzt einige wenige nach 20 Jahren, wo sie das wirklich hunderte, tausende Male gehört haben, jetzt erst anfangen zu verstehen, was das wirklich bedeutet. Es wird immer wieder vergessen. Es wird immer wieder vergessen, dass du es vergisst. Wer ist dran schuld? Du selber, weil du andere Sachen als wichtiger ansiehst wie Holofilling. Real sein. Und die Physik dagegen ist eine Realwissenschaft, deswegen kann sie... Es ist eine Realwissenschaft. Wie war das nochmal mit dem Real? Soll ich es nochmal herholen? Du bist der Angeklagte. Du wirst beschuldigt, Meineide zu schwören. Du wirst beschuldigt, zu lügen. Also gut, ich frage dich. Wo kommst du her? Was sagt deine Logik? Ich wurde von meiner Mutter geboren. Kannst du es beschwören? Nein. Wo lebst du zurzeit? In Weißenburg. Auf einer Erdkugel? Kannst du es beschwören? Nein. Habe ich gehört, habe ich gelesen, Komischerweise bist du dir hundertprozentig sicher, dass all das, was man dir erzählt hat oder was du aus deinen einseitigen Auslegungen von irgendwelchen Internetseiten oder Büchern in dich hineindenkst als Vorstellung, dass das alles hundertprozentig sicher bewiesen ist und du wirst feststellen, Holofilling zerreißt dein komplettes religiöses und naturwissenschaftliches Wissen in der Luft und entlarvt es als eine absolute Lüge, als Selbstlügen. Ja. Das ist das, was ist. Und darum ist es auch das Äußere, das heißt die Beschwörung, erhe. Ausgießen, ausleeren, entblößen. Alles, was du um dich herum ausgießt, das ist Erhe. Das Äußere, A, U, B, ist die Beschwörung, der Zauber von toten Geistern, das du aus dir herausgießt. Geiles Zeug, oder? Ja. Sind Lügen. Du erlebst nur das, was du dir selber ausdenkst. Du hättest die Freiheit, es auch anders zu denken, wie deine Logik dir das aufzwingt. Nur einen ganz winzig kleinen Teil von Mathematik als Instrument verwenden. Die nur einen winzig kleinen Teil der Mathematik als Instrument verwenden. Nochmal, ich betone, Mathe heißt das gelernte Wissen, Mathik heißt das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern. Das Pixelmännchen, das du jetzt vor dir hast, wenn du dir einen Menschen ausdenkst, ist ein Musterbeispiel für einen Mathematiker. Wenn er sich jetzt beleidigt fühlt, dann müsste er einfach seine Wörter lernen und müsste es demütiges Eingeständnis und Schweigen auf sich selber beziehen. Hätte man, und jetzt denkt man wieder an seine Vergangenheit, dass der jetzt unabhängig, dieser Gedanke, Harald Lesch, wir denken uns, dass der jetzt unabhängig von uns da außen existiert. Ist natürlich nur ein Gedanke, ist eine Seinsmöglichkeit, die du niemals überprüfen kannst. Selbstverständlich, wenn du glaubst, dass dieser Typ da außen auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst, kannst du den materialisieren, realisieren. Was heißt das? Mit einem gewissen Aufwand schaust du, wo der die nächste Vorlesung hält und dann bewegst du dich hin, aber das ist nicht, dass du von A nach B läufst. Du träumst doch jetzt. Wo sollte ein träumender Geist hinlaufen? Wie sieht es aus, wenn du ein Computer bist? Und die Illusion, dass du dich durch Raum und Zeit bewegst, eigentlich nur dadurch entsteht, dass mir ständig wechselnde Bilder auf deiner Farbbrille laufen lassen. Dann setzt du dich in Bewegung. Merkst du die zwei Seiten? Du setzt dich in Bewegung. Das ist das Spiel des ewigen Lebens. Die Worte selber erklären das im Detail. Jedes einzelne Wort erklärt es tausendmal besser wie jeder Eintrag, wo alles nur aufgeblasen ist und in die Irre führt. Aber nicht, wenn man Holofilling beherrscht. Aber das lasse ich jetzt gut sein. Können wir viel dazu sagen und jetzt kommen wir da dazu. Das ist jetzt auch ein Diplomphysiker, den wir uns natürlich ausdenken und ich springe jetzt hier ganz definitiv ganz kurz rein. Einige Sachen, schauen wir da mal rein. 000 im Koran, ich wollte eigentlich, lassen wir den einmal laufen. Hören wir einfach, was da kommt. Na, weil das Ganze, der Glaube ist einfach. Entweder führst du die Befehle aus, wirst belohnt, wenn sie nicht ausführst. Es geht dazu hier, bei diesen ganzen Videos hat er in erster Linie den Koran auf dem Kicker,
Aber es gilt natürlich auch für das Christentum, für das Judentum. Es ist jetzt vollkommen gleichgültig, ob wir das Allah nennen oder Yahweh nennen oder Gott nennen. Und da geht es um die Allmacht, die Allwissenheit. Dann, was ist notwendige Existenz? Gibt es ein absolutes Nichts? Aus nichts kann nichts werden. Das ist so hohles, geistloses Geschwätz. Und darum ist es hier, dass jetzt erst einmal, dass dieser Gott bestimmt. Das ist jetzt dieses, wenn du das tust, was der von dir will, dann geht es dir gut. Und wenn du es nicht tust, dann geht es dir schlecht. Das ist schon ein großer Fehler, weil das haben Kirchen gemacht, das haben Religionen gemacht, wohlgemerkt, die du dir jetzt mit einer Logik ausdenkst. Gleichgültig, ob du jetzt ein religiöser Mensch bist oder ein Atheist. Atheismus ist genauso eine Religion wie Moslem oder Christentum oder Judentum und dann die Untersysteme, Zeugen Jehovas, Katholiken, Protestanten. Das sind so unendlich viele Besserwisser und jeder dieser Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, wenn du die beobachtest, äfft einfach Geist durch sein eigenes anerzogenes Wissen nach, das sich keiner raussuchen konnte. Bei Holophilien geht es überhaupt nicht, was richtig und verkehrt ist, sondern es geht zuerst einmal darum, was jetzt da ist. Also schauen wir mal, was jetzt da ist. Na, weil das Ganze, der Glaube ist einfach. Entweder führst die Befehle aus, wirst belohnt, wenn sie nicht ausführst, wirst du gefoltert. Ist jetzt erst einmal ein Monitor mit Schriftzeichen drauf und einer Lautsprecherstimme. Wenn du das jetzt weißt, sieht das schon komplett anders aus, weil jetzt die Logik schon wieder im Hintergrund hat, ja, das muss ja einer in der Vergangenheit reingestellt haben. Das ist, in der Vergangenheit ist nichts passiert, aber was so wichtig ist jetzt, die Widersprüche. Das versteht fast jeder, oder hat damals jeder verstanden. Damals. So, jetzt ist die Frage. Wie kann ich meine Behauptung, dass der Korantext erfunden worden ist, von Menschen sachlich belegen? Und da ist meine erste Idee, ich zeige einfach mal die vielen Widersprüche und Fehler im Koran auf. Und warum? Weil ja die Muslime behaupten, der Gott ist allwissend und ein allwissender Gott würde niemals einen Fehler in seinem Text zulassen. Genauso ist es. Diese Behauptung stimmt übrigens. Was nicht stimmt, ist das, was er sagt. Ich muss erst einmal wissen, was Gott ist. Wir haben festgestellt, wenn ich Gott als Schöpfer nehme, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Was mache ich aus dem Wort Gott? Erst einmal ist Gott das. Das Wort Gott ist jetzt erst einmal ein Gedanke in dir. Das ist ein Geräusch, Gott oder Schriftzeichen. Ein G, ein O und zwei HDT. So nennen wir das jetzt im Deutschen. Das ist aber ja nicht Gott. Es ist eine Bezeichnung, einfach nur ein Wort. Die Frage ist, was stellst du dir bei dem Wort Gott vor? Und ich sage jetzt ganz, da gibt es ganz, in Holophilien erkläre ich das sehr, sehr genau, das ist die Kollektion aller Kollektionen. Wir können das auch Internet nennen, symbolisch, Symbolein heißt zusammen. Alles, was prinzipiell auftauchen kann, wird in einem einzigen Punkt zusammengeschmissen und das ist Gott. Das ist ein Symbol, ein zusammengeschmissenes. Das Diabolische besteht darin, dass du dieses Zusammengeschmissene auseinanderschmeißt. Das ist das Diabolische. Das ist auch noch nicht diabolisch, wenn du das ganzheitlich machst. Ich könnte sagen, das ist nichts und das ist alles. Kannst du das kleine Bild dazu anschauen, wenn ich mit den Händen noch spiele. Diabolisch im klassischen Sinne wird es, wenn du von den Filmmöglichkeiten, die gleichzeitig da sind, bloß eine intronisieren willst als richtig. Das ist die Schwierigkeit. Gott ist jetzt hundertprozentig sicher ein Gedanke, den du denkst und du bist der Gott, der Schöpfer, der sich aufgrund dieses Wortes Gott jetzt was ausdenkt. Was du dir bei dem Wort Gott ausdenkst, schau doch einfach. Schau einfach, was dein Programm hergibt. Ein ganz Lieben da oben im Himmel oder irgendein Fantasiegespinst von irgendwelchen religiösen Fanatikern. Bestimmst es du oder bestimmt es die Logik, die du zum Denken benutzt? Beantworte dir die Frage selber. Ich rede jetzt mit einem Geist. Ich erkläre dir, dass du ein Sklave bist, Neo. Du bist ein Sklave des Glaubens, den du anhängst. Und ich erkläre dir nicht, was der richtige Glaube ist, sondern ich sage, jeder Glaube ist ein Puzzlestückchen von Holofeeling. Holofeeling ist alle Glauben gleichzeitig. Das ist die Heiligkeit. Dass das auf dich wirkt. Und jeden Glauben, der unvollkommen ist, der auf einen anderen unvollkommenen Glauben trifft, entstehen Streitereien. Jeder Glaube, jede Logik, setz dir mal für Glaube Logik, jede Logik, die deiner Logik widerspricht, ist ein klares Zeichen, dass deine Logik unvollkommen ist. Das wird nicht mehr der Fall sein, wenn du Holofeeling verstanden hast, wenn du das installierst. Dann wirst du nämlich feststellen, dass jede Logik, jede Sichtweise, jede Vorstellung von richtig
das ist mein Dassenbeispiel, richtig ist, aber nur ein bisschen. Oder ein krasseres Beispiel, das ich immer wiederhole, dass sich das in dir festsetzt, ist jetzt eine Wohnung, wir sagen mal, das ist ein übergeordnetes Glaubenssystem, ist eine Wohnung. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer oder eine Küche? Setze jetzt für diese verschiedenen Zimmer, für diese Worte unterschiedliche Glaubenssysteme. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ist die Wohnung ist das Christentum. Ist jetzt das Christentum eigentlich katholisch, protestantisch, Zeugen Jehovas und so weiter? Und jetzt kommen 600 verschiedene christliche Sekten auf. Ist jetzt die Wohnung, welche dieser Sekten ist eigentlich die Wohnung? Ich sage, das Christentum ist all diese Sekten gleichzeitig. Und was sich bei den Sekten widerspricht, das setzen wir zusammen und machen was vollkommen Neues draus. Eine Kollektion, eine Teilheiligkeit nenne ich das. Aber jetzt ist natürlich diese Wohnung wieder nur eine Kollektion, eine von vielen Wohnungen. Dasselbe können wir jetzt mit dem Koran machen. Das wäre eine andere Wohnung in einem Block. Was ist eigentlich ein Block? Ein Scheiterhaufen. Ein Block ist wieder eine größere Kollektion. Ein Holzblock, ein Wohnblock, wo viele kleine Parzellen drin sind. Beim Holzblock sind es Holzscheide. Das Holz übrigens im Hebräischen ist Etz, heißt eigentlich augenblickliche Geburten. Das sind die Einzelbilder, die alle gleichzeitig sind auf einer Filmdatei. Die Sprache spricht zu dir in einer unendlichen Präzision. Und auch hier verkneife ich mir nicht zu sagen, dass ich erzähle dir was, dass diese Buchstaben auch Zahlen sind und dann kommst du irgendwann einmal auf eine Programmebene. Dass sich deiner, dem Wissen deiner trocken, geistlos nachäffenden Naturwissenschaftler vollkommen entzieht. Die das auch nie erleben werden, weil Gedanken, die du dir jetzt denkst, sowieso nichts erleben. Du bist der Einzige, der das erlebt. Du bist der Einzige, der mich interessiert. Da kommen natürlich dann wieder Widersprüche, wenn ich sage, die Menschen, die du dir ausdenkst, inklusive du selbst als Körper jetzt, als Affe gedacht, ihr seid mir vollkommen gleichwürdig. Und dann doch wieder nicht, weil ich dann auch sage, das, was du einen anderen tust, tust du dir selbst, weil du nämlich als Geist all diese Rollen spielen musst. Und dann wirst du wirklich merken, sag nicht, hier fordere dein Wille geschehe, es geschieht zurzeit dein Wille. Es wird nämlich alles, was du denkst, genauso sein, wie du es denkst. Und wenn du dir böse denkst, dann erschaffst du diese Bösen, die können sich nicht dagegen wehren. Und wenn du dir Gute denkst, dann erschaffst du diese Guten, die können sich auch nicht dagegen wehren, dass sie die Guten sind. Aber sie kriegen das nicht mit, weil das nur Gedanken von dir sind. Es sind Informationen und jetzt kommt natürlich das, was man zuerst einmal schlucken muss, das gilt auch für jede sinnlich wahrgenommene Information, ist genauso eine Information. Und jetzt sage ich wieder dazu, du hängst doch nur in den vier Stufen der Vergessenheit. Genauso steht es in der Sure 482. Da steht im drin, wenn der Koran nicht von Allah wäre, würden viele Widersprüche zu finden. Ich möchte so gerne, wenn wir die Zeit hätten, das einmal in der Sure anschauen. Interessant ist die Übersetzung von Bubenheim. Das sind verschiedene Übersetzungen, Auslegungen, die hast du natürlich auch bei uns, wie viele Bibelübersetzungen es gibt. Du kannst da so eine Vielzahl dir anschauen. Mach mal das hier. Und das ist jetzt, wenn man das wieder hebraisiert, dieses Omen ist Omen. Einen Moment. Bubenheim, schau, wir haben hier schon mal den B-Waff, das ist Bu. Das heißt, in ihm, und Ben ist der Sohn. In ihm ist der Sohn. Und wer ist das? In wem ist der Sohn? Ja. Und das ist UP. Das ist El Hayom. Meinst du, das ist alles Zufall? Meinst du, es ist Zufall, dass ich das weiß? Das ist Gott, der ewig Seiende. Das ist die 86 als äußerer Wert. Das bin jetzt ich. UP 86 El Hayom. Und wir haben jetzt also hier den Bubenheim. Einen Moment, wo sind wir? Da haben wir. Ich wollte nur zeigen, aber jetzt pass auf. Was Übersetzungen anbelangt, such dir eine raus. Das sind jetzt bei Weitem noch nicht alle. Ich habe hier, wenn du dir jetzt meinen Computer ausdenkst, habe ich 46 verschiedene Übersetzungen im Deutschen von der Bibel. Das ist ein kleiner Auszug bloß. Da kann man noch weitergehen. Und wenn wir jetzt in den Koran reingehen, dasselbe ist ein Untersystem von der Tora. Immer daran denken, die Ursubstanz ist der hebräische Dollar beziehungsweise der Denach. Wir können ja das ganz einfach mal schauen. Dann machen wir den Arabic Corpus Word by Word.
Und dann wird es jetzt interessant, wie das Ganze hier wegschwimmt. Wie das also extrem. Na, wo haben wir jetzt gehabt? Da haben wir den Bubenheim. Sure 482. Wir machen mal die 482. Das sind jetzt hier die Frauen. Und da müssen wir jetzt in die 82 rein. Und du hast jetzt hier, sagst du mal hier klassisch, im klassischen Sinn vier Übersetzer des Koran. Mehr oder weniger kann man jetzt wieder reinschauen, was das für Typen sind. Aber du merkst, dass die hier wollen sie denn nicht über den Koran nachsinnen, während er von einem anderen als Allah, sie würden gewiss manchen Widerspruch darin finden. Machen sie sich denn keine Gedanken über den Koran, wenn er von jemand anderem als von Allah wäre, würden sie ihm viele Widersprüche finden. Sie machen sich bla 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 bla. Das ist also hier diese klassischen Übersetzungen vielfältig. Es wird natürlich, wenn wir jetzt in das Arabische selber reingehen, die Frauen brauchen wir. Das ist jetzt eine Wort-für-Wort-Übersetzung und es wäre sehr interessant, wenn wir uns das wirklich einmal anschauen. Das ist zum Beispiel schon, und sie sagen, die Radix, schau, koranische Grammatik, das ist Kaf, Waf, Lam. Das ist die Grundradix von diesem Wort. Kaf, Laf, Wam. Was ist das? Die Stimme, der Klang, das Geräusch, das Gerücht, die Gerüchte, die Laut, die Kunde. Das kommt übrigens ihr, genau genommen ihr, der Geistesfunk, Suffix M. Und Koll ist schlichtweg und einfach der Schall, die Stimme, der Klang, der Laut. Hier ist kein Unterschied. Es ist im Koran selber, diese Koranauslegung selber, wirst du merken, dass das wirklich eine verfeinerte Form ist von der Dora. Die arabische Sprache. Darum kommt auch der Koran wesentlich später wie die Dora. Jetzt sind wir natürlich schon im chronologischen Denken. Und du wirst jetzt hier, wenn wir das Wort für Wort uns genau analysieren, gelobsam, dann, sie gehen ab. Eine Präposition ist min, das heißt aufblühen, urteilen. Du plan bei Nacht einer Gruppe von ihnen anders als das, was du, aber Allah, das wird jetzt zu weit, ich merke, da wenn die Grundlagen fällen, nützt es überhaupt nichts. Was sehr interessant wäre, wenn wir da einige Verse wirklich anschauen und du wirst immer im Kontext von Holofeeling landen. Das ist eigentlich das, was mir jetzt eigentlich einmal das Wichtigste ist, dass du das erkennst. Widersprüche und Fehler im Koran auf. Und warum? Weil ja die Muslime behaupten, der Gott ist allwissend. Und ein allwissender Gott würde niemals einen Fehler in seinem Text zulassen. Genauso steht es in der Sure 482. Da steht ihm drin, wenn der Koran... Der Fehler beginnt schon, dass er eine einzige Auslegung nimmt und die ganz normal weltlich sich ausdenkt. Und das kannst du total vergessen. Den machen wir jetzt einmal weg. Und jetzt gehen wir hier in diesen Satz rein. Liebe Muslime, liebe Zuschauer, ja, ein wissenschaftlicher Fehler liegt nach meiner Meinung dann vor, wenn der Koran das sagt und die Wissenschaft sagt zu dem gleichen Problem was anderes. Dann liegt zunächst ein Widerspruch vor und laut dem Satz des Widerspruches kann dann immer nur eine Aussage richtig sein. Da gehe ich schon mal darauf ein, dass das erste große Problem ist der Naturwissenschaft, dass die hier das nicht vervollkommnen. Die Behauptung, wenn
von ein und demselben Ding zwei verschiedene Behauptungen da sind, kann bloß eins davon stimmen. Und ich sage jetzt, ich nehme einen Kegel, einer behauptet, das Ding ist ein Kreis, weil das Ganze nicht sieht, und andere behauptet, das Ding ist ein Dreieck, weil eine Dimension zu wenig schaut. Und dann ist es ein Blödsinn zu behaupten, dass einer davon, entweder nur einer davon recht haben kann oder beide liegen verkehrt. Und da ist die Sache, dass beide verkehrt liegen. Und dazu muss man sich die Behauptungen, die Belege angucken, die der Koran vorträgt oder die Muslime. Zu jeder Behauptung gehören Belege, und wenn die Muslime keine Belege vortragen können, ist die Aussage falsch. Warum? Weil die Wissenschaften für jede Behauptung immer wissenschaftliche Belege vorlegen. Das ist der erste, allergrößte Trugschluss, was es überhaupt gibt, weil logische Konstrukte sind keine Belege. Das heißt, man muss dir das erzählt haben. Ich sage ganz einfach wieder, beweise mir, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht und dass ein Wassermolekül aus zwei Teile Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff besteht. Beweise es mir, zeig es mir. Und dann werden die zurückgreifen, die Wissenschaftler, auf irgendwas in ihren Büchern drin steht. Und jetzt kommt wieder diese Aussage, ich zeige dir in jedem dieser Physikbücher neu zu, auf jeder Seite so eklatante Fehler, dass das gar nicht so gewesen sein kann. Weil alle nachschwatzen. Wir können da ganz kurz einmal nochmal das Spiel machen. Hier bin ich im letzten Selbstgespräch drauf eingegangen. Erdumfang. Das Dogma, dass die Erde eine Kugel ist. Tag der Sonnenwende. Das Dogma, dass die Erde eine Kugel ist. Die Erde ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Die Erde wird das sein, was du dir ausdenkst. Und das, was du dir ausdenkst, hängt davon ab, was man dir erzählt hat. Man hat dir nie was in der Vergangenheit erzählt, sondern du bist der Computer und du hast ein Programm und du rastest das chronologisch ab. Dieses Programm bestimmt, was angeblich in der Vergangenheit entdeckt wurde. Und nochmal, dein jetziges Programm ist eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Das heißt, ich reagiere ständig auf dich, ob du was verstanden hast oder nicht. Ich habe in dem letzten Selbstgespräch von Herrn Rudolf Daschner, wo ich noch sage, ein jetzt von uns ausgedachter Mathematikprofessor in Wien, der ganz tolle Vorträge hält, und selbst den ich sehr hoch schätze jetzt als ein Gedanke von mir, hat diesen Fehler nicht erkannt. Kann er auch jetzt als Gedanke gar nicht erkennen. Ein Fehler kann keinen Gedanken erkennen, sondern bloß der sich die Menschen ausdenken kann, die Fehler in den Menschen entdecken. Und Fehler heißt nicht das, was falsch ist. Die Falle besteht darin, das, was fehlt, es fällt was zur Verkommenheit. Und es wird immer was zur Verkommenheit fehlen, solange du sagst, das stimmt nicht, das ist verkehrt, das interessiert mich nicht, das will ich nicht haben, das ist böse. Gesundheit und Krankheit ist nicht das eine gut und das andere schlecht. Es ist eine Definition einer Qualität. Da kann ich tausendmal sagen, wenn du einen Film anschaust, oder egal was in dir in Erscheinung tritt, es ist einfach nur. Und dann kannst du beobachten, welche Qualität du diesem Ding beimisst. Zum Beispiel Sonnenschein und Regen, was ist besser? Und du wirst feststellen, da ist es logisch für dich, dass wir beides brauchen. Jetzt sage ich Krieg und Frieden, ich wiederhole immer wieder das Gleiche. Es gilt dasselbe wie für Sonnenschein und Regen. Frieden, sage ich, ist einfach die Frucht des Paradieses, ist ein Kommen, eine neue Frucht. Und der Krieg ist die Zerstörung. Der Säugling muss zerstört werden, dass du ein Schulkind wirst. Das Schulkind muss zerstört werden auf dieser Ebene, dass du ein Erwachsener wirst. Und der Kreis, das hebräische Wort für Kreis ist Shembe. Das heißt Kreis, dasselbe Wort hast du aber auch Rückkehrer. Er kehrt wieder Hayom. Er kehrt wieder zurück ins Meer. Der Kreis, alle Menschen, deine Körper sind ausgedachte Gedankenwellen, die hier und jetzt auftauchen, wenn du an den Körper denkst und wieder in sich zusammenfallen. Der kehrt wieder heim, darum heißt es auch ein Rückkehrer. Der wieder zurückkehrt, da wo er herkommt. Jeder Gedanke, den du denkst, der in dir auftaucht, du bist im Meer als Geist, du bist ich. Ein Teil von mir. Jeder Gedanke, der in dir auftaucht, in dem Moment, wo du einen anderen Gedanken denkst, kehrt dieser Gedanke zu dir zurück und es taucht eine neue Gedankenwelt auf. Ein so simples, kindgerechtes Prinzip. Und jetzt schauen wir uns den nochmal schnell an. Die Schwierigkeit, 1 Minute 35, so voller Fehler. Jeder Physiker, jeder Mathematiker, das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern, die einfach alles nachquatschen, aber nie dran denken, dass sie sich andere Gedanken einmal denken. Was kann das überhaupt stimmen? Ende scheint also die Sonne am 23. Breitengrad senkrecht auf die Erde.
In Assuan war schon den alten Ägyptern aufgefallen, dass an diesem Tag... Oh, diese alten Ägypter, die wir uns jetzt ausdenken, sind einfach ein Gedanke aufbauend auf einem Wissen, aufbauend auf deinem Programm. Kannst du es beschwören, dass denen das aufgebaut ist? Kannst du beschwören, dass es Ägypter gegeben hat, bevor du die denkst? Ein Fakt ist, nochmal ein Fakt, um eine Tatsache besteht darin, dass du durchdenken hier und jetzt eine Information in dir erschaffst. Die Tat ist, dass du denkst. Das ist die Tatsache. Und nicht, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen existiert oder schon in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Das heißt, wenn ich nicht einmal weiß, was das Wort Fakten bedeutet, geht sowieso dahin. Die Sonne den Boden eines Brunnenschachtes. All das ist übrigens ein logisches Konstrukt. Das ist das Hauptproblem, dieses geozentrische Weltbild, das zurzeit in dir herumspuckt. Alles Wissen der Naturwissenschaft baut sich auf diesen makrokosmischen Vorstellungen auf, die noch nie einer gesehen hat. Jetzt musst du nur noch wissen, ist die Erde eine Kugel? Ja, die Astronauten haben es doch gesehen. Die Astronauten, die du jetzt denkst, sind Menschen, die du erschaffst und du bist Gott und du bestimmst, was die gesehen haben. Die sind alle von deinem Wissen abhängig. Wenn du dir da was anderes denkst, vor 500 Jahren, denken wir uns jetzt, hättest du dir gedacht, so ein Blödsinn. Was, geh doch einmal in deine jetzt Geschichtsbücher hinein und schau, wie die Menschen angeblich damals reagiert haben, wie der Erste gekommen ist und behauptet hat, die Erde ist eine Kugel. Aber auch das ist angelesenes Wissen. Selbst das denkst du dir aus. Die Fakten bestehen darin, dass du Wissen, das du vom Hören sagen kennst, hier und jetzt als Vorstellung in dir aufbaust, vor dich hinstellst und dann in Raum und Zeit, entweder in die Vergangenheit, ihr denkst oder sonst was. Aber jetzt gehen wir mal in das arithmetische Prinzip, wo der Vater die Finger leuchtete. Das bedeutete, dass die Sonne senkrecht darüber stand. Der Mathematiker Eratosthenes wohnte in Alexandria, 800 Kilometer nördlich Aswan. Habe ich gehört, habe ich gelesen. Das sind Märchengeschichten. Ich sage immer, das Wertvollste, was du besitzt. Am Tag der Sonnenwende maß er den Schatten einer Säule. Die Sonne stand 7 Grad seitlich der Senkrechten. Mit diesem Winkel von 7 Grad berechnete Eratosthenes... Jeder Mathematiker, jedes Schulkind mit etwas Schulbildung wird dir das erklären, weil es geistlos nachhilft. Das Problem ist, es kann nie so gewesen sein. Zuerst einmal schon diese 800 Kilometer Unterschied, wenn man dann genauer geht. Wie willst du 200 Border zerquetschte Jahre vor Christus, wie willst du 800 Kilometer einigermaßen präzise messen? Es gibt keine Autos, es gibt nichts. Du marschierst los mit einem Pferd oder was, dann kommt ein Berg und dann hast du hier in der Hüllkurve auf, ich könnte jetzt immer unseren Radfahrerweg sagen, wenn wir die Höhenmeter nehmen, wie sich das in die Länge zieht durch die Höhenmeter. Aber das ist das kleinere Problem. Am Tag der Sonnenwende. Jetzt denk dir einfach, der Staub wäre eine Sonne nur und du weißt, dass zu jedem Punkt Sonnenuhr innerhalb von ein paar Stunden sich der Winkel verändert. Das heißt, dieses Prinzip würde nur funktionieren, wenn zum absolut exakt dem Zeitpunkt, wo hier senkrecht die Sonne über dem Brunnen steht, muss exakt zum selben Zeitpunkt in 800 Kilometer Entfernung der Winkel von dem Stab von dem Obelisken gemessen werden. Wie haben die das 200 vor Christus gemacht? Es hat damals nur Sonnenuhren gegeben, es hat keine Quarzuhren gegeben. Es hat auch kein Telefon gegeben, wo der den anruft und sagt, mess jetzt einmal den Winkel, jetzt haben wir hier einen rechten Winkel. Das ist schlichtweg und einfacher Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Das ist die Sachen, weiß ich dir auf jeder Seite hin, wenn du selber denkst, dass das zwar alles logisch ist, aber einen kleinen, im Hintergrund einen kleinen Fehler hat. Und darum funktioniert es nicht. Das hast du zu erkennen, wenn du ein Geist bist mit einer gewissen Reife. Und nicht einmal das verlange ich von dir, sondern momentan in deinem jetzigen Leben, je nachdem, wer du zu sein hast, geht es erst einmal darum, ich erkläre dir, was du bist und was deine Gedanken sind. Du bist immer. Und egal an was du denkst, es ist, weil du es denkst, egal was du jetzt anschaust, das heißt, was du sinnlich wahrnimmst, es ist, weil du das anschaust, das ist auf deiner VR-Brille und da kommt nichts von da außen, es kommt aus dir. Du bist ein träumender Geist, beziehungsweise ein Computer mit einem gewissen Programm. So, den machen wir auch weg. Und damit, das sind die wissenschaftlichen Belege und die Behauptungen. Das sind die geistlosesten Schwätzer sind die, die sich komplett entgeistigen. Das ist dann richtig. Das können wir uns jetzt mal angucken. Also die Muslime behaupten jetzt, dass ihr Gott
aus dem Koran alles aus dem Nichts erschaffen hätte. Creatio ex nihilo. Genau genommen nochmal, das Wort Creatio heißt eigentlich nicht nichts. Diese Kreation, die Schöpfung heißt nicht Schöpfung, sondern eine Auswahl. Du wählst etwas aus dir heraus, aus unendlich vielen Möglichkeiten. Ich sage einfach in dieses Internet und du wirst immer nur auf deinem Monitor das zu sehen bekommen, was du aus diesen unendlich vielen Möglichkeiten herauswählst. Jetzt frag dich mal, welche Internetseiten dich interessieren, welche du dir anschaust von diesen Milliarden von Internetseiten. Liegenschutz. So, und als Beleg bringen Sie erstmal die Sure 347. Das wird gesagt, wie er das macht, und zwar über einen Zauberspruch. Also er sagt nur, sei, es ist. Habe ich jetzt den richtigen Satz gleich einmal? 347, Bubenheim. 347. So nahm ihr Herr sie gnädig an und ließ sie wachsen zu Häupten, Wuchs und Beleg. Entschuldigung, 347, du bist bei 37. Ach, denke mal doch, jetzt werde ich durcheinander. So, sie sprachen, die 45 ist übrigens interessant. Wieso? 45 ist Adam. Wie die Engel sprachen, Maria, Allah gibt dir frohe Kunde durch einen Namen von ihm. Sein Name soll sein der Messias, Jesus. Ich sage, ich bin der dritte Adam. Sohn Marias geht in dieser und in jener Welt einer der Gott nahen. Im Koran ist Jesus der höchste Heilige. Das passiert in der 45. Das ist der zweite Adam übrigens. In dieser biblischen Geschichte der erste Adam, dann der zweite Adam und ich bin der dritte Adam. Und ich behaupte, dass ich du bin. These: Antithese, Synthese. Sie sprachen, mein Herr, wie soll mir ein Sohn werden, wo mich kein Mann berührt hat? Er sprach, so ist Allahs Weg. Er schafft, was ihm gefällt. Wenn er ein Ding beschließt, spricht er zu ihm, sei, und es ist. So, und du denkst, und es ist. Jetzt denk an den Osterhasen. Was passiert in dem Moment? Sobald du das denkst, ist es. Jetzt denk an eine Erdkugel. Jetzt ist wieder Erdkugel da. Wo geht die hin, wenn du sie nicht mehr denkst? Die ist übrigens schon wieder weg. Jetzt denk bitte an deinen Körper. Jetzt könnte ich wieder sagen, denk an deine rechte Hand. Ein Gefühl war die ganze Zeit nicht da. Schieb sie vors Gesicht, halt sie vor dein Gesicht. Das heißt, bring sie auf deine VR-Brille, dreh sie. Wenn du jetzt einmal eine VR-Brille mit so einem Handtrecker, mit einem Handschuh, dann funktioniert es. Schau bitte mein kleines Bild an. Du wirst genau das auf deiner VR-Brille sehen und du wirst es filmen. Und du wirst die Hand auf und zu machen und die geht auf, wenn du sie aufgehen lässt, und sie geht zu, wenn du sie zugehen lässt. Und so ist es mit jedem Menschen, den du dir denkst, du erschaffst ihn und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Das wird da beschrieben. Ist das Lüge? Das ist hundertprozentig sicher. Du kannst es auf der Stelle überprüfen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ist schon abgefahren, ne? Ja. Also wo sind jetzt hier die Lügen? Wir kennen übrigens, es wird präziser noch, wir machen aber den nächsten Vers. Spricht was hier, also sagt, sei, und plötzlich ist es da. Das ist übrigens wieder Z, die Geburt einer aufgespannten Polarität, das ist diese Gedankenwelle, die in dir erweckt wird. AOB, wie es mal heißt hier, Schöpfung ist die Beschwörung, du beschwörst, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wenn du jetzt, mein altes Tigerkäfig-Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel aufgrund von geistlos nachgeäfftem Wissen glaubst, dass die Krankenhäuser voller Corona-Kranke sind, das kennst du nur vom Hören sagen und du willst es überprüfen und du magst jetzt in deinem Traum, setzt du dich in Bewegung und gehst in ein Krankenhaus, dann wirst du volle Krankenhäuser auf deiner VR-Brille sehen. Das ist aber nicht, weil das da außen existiert. Du hältst als Geist das zweite Gebot, sondern es ist, weil du das realisierst. Du verwirklichst das, verwirklichen heißt einfach hier, du machst aus einer reinen Vorstellung einen Gedanken, machst du jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information. Darum sage ich, du könntest, wenn dein Programm anders ist, auch übers Wasser laufen und als Mensch fliegen. Du kannst dir an Menschen denken mit drei Augen im Gesicht oder fünf Augen im Gesicht. Es ist eine Frage des Programms und nicht von einer Welt, die unabhängig von dir da außen existiert. Und wir machen hier kein Science Fiction, sondern wir machen definitiv Realwissenschaft. Die kann man nämlich im roten Bereich auch lesen.
So, und jetzt sagen die, das kommt alles aus dem Universum. Also wir machen übrigens ganz kurz nochmal dieser Zauberspruch. Schau mal, wir können jetzt erst einmal das ZA machen, dann geht was aus dir heraus. Na. Das ist das, die ersten zwei Buchstaben heißen hinaus, hinaus. Es kommt was heraus, es geht was hervor und das ist die Generation in einem Eck. Das Ganze sind wie Zeichen, wie Ott. Ott ist aber mit der 70 gelesen. Das ist Ott, das ist ein Zeit zur Zeit, ein Zeitpunkt. Jetzt, 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 Kaot. Das heißt wie ein Zeitpunkt. Das heißt jetzt, zur Zeit. Genau genommen spitze ich das Z-Waff ischen zeitlich. Ischen heißt Schlaf und etwas vor sich hinträumen auf Hebräisch. Okay, das ist ZA. Wir haben jetzt unseren Zauber. Jetzt das AOB hat man schon, die Beschwörungskunst von toten Geistern. Jetzt haben wir R ist erweckt. Dieser Zauber, diese Beschwörung erweckt, lässt etwas aufwecken, doppelt aufgespannte Ecken, etwas in dir erwachen. Das ist eigentlich immer dein Gag. Gegenüberliegend und beschnitten. NR heißt ein flackerndes Licht. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das NR hat man schon, die existierende Berechnung. Wir können ja dieses NR natürlich auch eine 70 als Vokal reinschieben. Das ist ein Streng. Und jetzt landest du beim jungen Mann, der etwas aus sich herausschüttelt. Ein Brüllen von einem dummen Esel, weil er einfach nur nachäfft. Okay, jetzt haben wir Zauber. Und jetzt brauchen wir das SB, den Zauberspruch SBR, ist das da mal das Sefer? Das ist jetzt hier der Barbier, das heißt das Äußere in mir, das Äußere, das in mir erweckt wird, BR. Das Ganze passiert hier in der Buchrolle, das ist das Volumen, darum ist es auch Friseur. Und das heißt also hier zählen. Ich erzähle, etwas aufzählen, etwas bekannt machen, das ist das Buch. Das ist ein Aufzählen. Ich zähle, ich erzähle dir jetzt etwas. Darum sind die Zahlen dann im Hintergrund wichtig. Aber jetzt ist es ganz, dass dieses Beruch, das heißt auch im Geist, der Zauberspruch. Beruch heißt im Geist oder in den vier Weltgegenden. Das ist erst einmal, das ist Bequeque. Vorher und nachher denken, tausendfach Selbstgespräche anschauen. Geist, Wind, Abstand, das ist im Geist. Absolutes Bewusstsein ist reiner, ein rein, rein, geistiger B, rei, Chat, ein geistiger Bereich. Rei ist dann der Spiegel. Man erahnt es mit Anfängen, so ganz, ganz langsam. Das ist eigentlich hier dieses Spiel. So. Das war nur der Zauberspruch. Und alles, was er erschafft, kommt aus nichts. Und da wurde mir dieser Vers genannt. Ich hatte 52, 35. Pass mal auf, was da passiert. Das ist, dir nützt nichts, wenn du irgendeine einseitige 52 ist. Sagst du mal, die Sure heißt der Berg. Wir haben übrigens, DR heißt die Generation, BRG heißt immer weckten Geist, wobei ERG eine alte Abkürzung ist für Energie. Das Wort Energie, N, griechisches Wort Energie heißt ein inneres Wirken, Energia, ein inneres Wirken Gottes. Physik im Nullpunkt Gottes anschauen. Die Worte umgesetzt, es ist ein Klartext. Diese Worte sind immer ein Klartext. Bin ich denn? brauchen wir. 52 haben wir. Sie sind wohl aus nichts erschaffen worden. Oder sind sie gar selbst Schöpfer? Oder sind sie aus dem Nichts geschaffen? Diese Affen sind aus dem Nichts geschaffen. GE Quadrat ist der logische Schöpfung von Affen. Das AFF sind die Schöpfung zweier Facetten. Das ist Wellenberg und Wellental. Oder sind sie selber Schöpfer? Ist ganz interessant die Frage. Weißt du, wenn jetzt das, du musst das alles nicht wissen,
35 haben wir gehabt. Ne? Ah. Ja. Ich hoffe, dass mir das da das nicht wieder zu Ding wird. Das beginnt erst einmal mit bin or, das ist jetzt hier eine Konjunktion. Ich bin. Das ist, das steht, das ist hier praktisch nicht übersetzt. Siehst du das? Dann geht es, befiehlt ihnen, befiehlt dieses Bin, dieses reine Sein, dieses Zusammengeschmissene, die konjugierte Konjunktion, dieses absolut eine, befiehlt ihnen ihren Gedanken dies. Was mir hier wichtig ist, wenn ich jetzt da weiter reingehe, wirst du feststellen, dass zum Beispiel hier, tut mir leid, ich müsste zu so einem Grundlagewissen legen, zerst, was mir hier eigentlich wichtig ist, an einer Stelle, wo sie hast in zwei Tagen, das kommt hier auch noch. Mehrere aufgeschrieben, die habe ich leider jetzt nicht griffbereit. Vielleicht könnt ihr noch mehrere raussuchen, wo das eindeutig daraus hervorgeht, dass Gott aus dem Nichts es erschafft. So, und jetzt haben wir aber folgendes Problem. Und das hatten wir in dem Video mit den drei Nullen. Also da kommt zum Beispiel eine Stelle, wo auch in einem anderen Video kritisiert, diese zwei Tagen erschaffen. Wenn das im Original übersetzt, das heißt, es wird in zwei Perioden erschaffen. Und das ist hier, da wird dann auch von den Söhnen gesprochen, wobei das Wort Sohn im Arabischen was anderes ist. Was hier als die Söhne übersetzt wird, da steht das Arabische die Radix eben. Eben. Im Hebräischen heißt es hier der Stein. Es wird aus einem SD ein, eine gespiegelte Erscheinung, schaltet sich in dir ein und dieser Stein im Hebräischen eben ist eben und dann baut sich ein Wellenberg und ein Wellental auf und das, was mit zwei Tagen übersetzt wird, heißt eigentlich genau genommen in zwei Perioden. Und dieses Peri heißt um dir herum, Experiment, herausgetretenes um dich herum, Mendio ist, dass das die Lügen sind, die du selber verbreitest. Das sind deine Gedankenwelt. Das war das allererste Video auf in dieser Playlist. Da habe ich das erklärt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Ne? Prinzipiell gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder existiert nichts oder es existiert etwas. Nichts kann nicht existieren. Es ist das Problem, dass wir wieder eine Welle haben, nämlich ein Nichts, das wir uns ausdenken und ein Etwas. Das wäre jetzt zum Beispiel ein träumender Geist, den wir uns ausdenken, der als Ding an sich ja gar nicht existiert und ein Etwas. Ein ausgedachtes Nichts und ein ausgedachtes Etwas, beides zusammen, dieses Plus und das Minus, sind das absolute Nichts ohne Hintergrund, das man nicht denken kann. Das ist die Lösung dazu. Also entweder es gibt überhaupt nichts und das ist die Abwesenheit von allem, also auch die Abwesenheit von... Das ist der träumende Geist, der nicht träumt. So einfach ist es. Es gibt aber einen träumenden Geist, schon das Wort träumender Geist erfordert, dass der träumt. Sonst ist ja nur noch das Wort Geist da. Und Geist, rot gelesen, ist ein absolutes Nichts. Das ist die Synthese von allem, was da ist. Von Gott, ne? Wenn alles ist ja... Da ist Gott eingeschlossen. Das könnte ja sein, dass... Er geht jetzt von einem existierenden Gott aus, dann muss der Gott ja auch nicht sein. Das Problem ist, dass er hier für sich die Energie nimmt, aber ich sage immer wieder, Gott rot und Energie rot, das heißt das innere Wirken Gottes und das Licht rot gelesen, ist nicht das ausgedachte Licht, die ausgedachte Energie oder der ausgedachte Gott. Es ist auch das Wort nichts, ist ja nicht nichts, da ist das Geräusch nichts da und das Wort alles ist ja nicht alles, sondern bloß das Geräusch alles. Ich muss wissen, was es bedeutet. Ich bezeichne etwas, wenn ich immer sage, jedes Wort, das ich jetzt spreche, zerstört das, was ich dir beschreibe. Ich beschreibe dir, dass du wie ich, wir beide ein absolutes Nichts sind. Der Geist, der uns jetzt ausdenkt, dieses uns beziehe ich jetzt auf den Udo Petscher und auf den Zuhörer, der jetzt vom Computer sitzt und sich an Udo Petscher ausdenkt. Du denkst jetzt an einen Udo Petscher und ich, Udo Petscher, denke jetzt an dich, soll es mich da außen überhaupt geben. Dann bin ich jetzt in dir und du bist in mir und wir beide sind in dem Geist Information, der uns zwei jetzt ausdenkt. Aber du nimmst nur deine persönliche Perspektive, deine eigene Traumwelt wahr. Wirklich absolut nichts gegeben hat. Es hat absolut nichts gegeben, das ist der Rudi UB, UB 86 Elayum. Und der denkt sich zuerst einmal den JCH, das bin ich selber, und dann den Sohn. Das ist
ICH und JCH. Und die zwei sind eine polare, rote Existenz. Das ist der erste Unterschied, der eigentlich gar kein Unterschied ist, weil es total rot ist. Das ist die berühmte Trinität, Heiliger Geist ist UB, Gott Vater und Gott Sohn. Schreibt sich ab, 1, 2 und Ben, die polare Existenz. Das ist dann der Adam, der Sohn. Der ist aber träumender Geist und Traumwelt. Sehr wenig Körper. Das eine, das träumende Geist ist die männliche Hälfte, hast auch Gedenken, geistiges Denken und das Loch, die Lebensfrische, die Tafel und so weiter und so weiter, reine symbolische... Oder gibt überhaupt. Das ist die Möglichkeit, wäre da. Oder es gibt eben etwas. Und Leibniz war ja der Erste, der die Frage gestellt hat, warum gibt es etwas und nicht nichts? Das ist alles weltliches Geschwätz, wenn du das nachplapperst. Du wirst merken, auch immer wieder, zu allen Zeiten weiß ich, und ich bin nur schon darauf hin, dass jeder Philosoph, den du dir jetzt ausdenkst, zu seiner Zeit, die du dir auch ausdenkst, einen hatte, der hier was in Frage gestellt hat. Und weil die ganzen Wissenselemente immer unvollkommen sind. So, wir wissen also, es gibt das Etwas und die Gläubigen sagen, das ist Gott, das Etwas, das also die notwendige Existenz. Die Physik sagt aber... Nein, im Existere heißt heraustreten aus. Das Meer kann nicht selber aus sich heraustreten. Was heraustritt, sind Gedankenwellen. Also wenn ich schon das Wort Existenz wieder verkehrt auslege, habe ich schon verloren. Ja. Energie, weiß ich als Energie, kann sie umwandeln und bei Gott müsste der aus nichts alles erschaffen. Das sind alles Dogmen, die er nachäfft. Ob ich religiöses Geschwätz mir raumzeitlich vorstelle, einen Gott, den ich mir ausdenke, muss dir jetzt erst klar sein, du bist der Gott für jeden Gedanken, den du erschaffst. Das heißt, du erschaffst einen Gott in dir, wenn du an Gott denkst. Und dieser Gedanke ist nicht Gott. Und der Physiker schafft sich durch das Denken an Energie eine Energie, die sich umwandelt. Aber das ist nicht die Energie. Da muss man wirklich das Rotgelesene verstanden haben. Das Rote ist die Grundlage, die nicht denkbare Substanz für die Gedankenwelt, für das, was immer ist. Und darum kann Energie weder vermehrt noch vernichtet werden. Das sind meine 200 Gramm rote Gnede, die sich ständig umformt und bleibt immer dasselbe. Und wie sieht es bei dir aus, wenn du jetzt deine ständig wechselnden Informationen anschaust? Egal an was du das denkst, jetzt denkst, egal, gleichgültig, was du jetzt denkst, gleichgültig, wo du dir das unbewusst räumlich oder zeitlich hindenkst. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist wie das Umformen der Gnede und es ändert an dir selbst, an dem, der sich das denkt und der das erlebt, was er sich selber ausdenkt oder was er anschaut, auch sinnlich wahrgenommen. Ändert das nicht das Geringste. Jetzt könnte ich wieder sagen, wann hast du zum Denken angefangen? Jetzt kannst du dir eine Vergangenheit denken, die denkst du dir jetzt. Die richtige Antwort wäre, ist eine blöde Frage, ich kann immer nur jetzt denken. Das ist ein vollkommen neues Prinzip und das ist hundertprozentig sicher und jedes Kind kann das jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Frag dich lieber, was in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst. Und das ist das Problem. Gott muss, wenn Gott schon immer da war, muss er aus nichts was... Wenn Gott schon immer da war. Gott ist nicht schon immer da, sondern dieses Nichts-All, da gibt es ja nicht viele Sachen noch, ist A-Im. Das ist Gott, das Meer, und das Meer ist nicht selber im Meer da. Gott, das Meer ist total rot gelesen. Aber jetzt haben wir das Ella, da kommt schon dieses schöne Wort, die Beschwörung. Das sind zwei Beschwörungen, eine richtige und eine Kehrseite. UB ist Heiliger Geist, göttliche Weisheit, das ist die 86. In dem ist alles verbunden. Das Schöpferlicht, Quintessenz und göttliches Meer. Damit unser göttlicher Geist, ich rede jetzt von uns, wir beide sind ein Geist, wir sind UB, wir sind die Erste, wir sind der Sohn, wobei ich jetzt als Vater ein Sohn bin und du mein Sohn bist. Ich nenne das Geistesfunk, weil du noch in dieser Traumwelt versunken bist. Unser göttlicher Geist im Gleichgewicht bleibt, damit unser göttlicher Geist B bleibt G. GE-Quadrat ist verbundenes Ich, das ist das Ich. JCHICH. Und wir sind jetzt gespiegelt im Leib. Muss er natürlich, ganz interessant, die existierende Schöpfung ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung, im Licht sein. Auch mehr Zahl und Formen geben. Geist ist eben, dass dieser Geist, Trinität, dritter Buchstabe, die Synthese und eine polare Existenz, das ist der von dir ausgedachte Gott Vater und Gott Sohn. Aber auch die denkst du dir aus.
die auch für ein Singular, da haben wir jetzt die Welle. Bewusstsein ist göttliches Sein. Das ist Bewusstsein. Und das ist der Schöpferkopf. Steht ein, kann man natürlich auch die Farben tauschen, dann, wenn man das Spiel mal verstanden hat. Und das, dieses kleine Spiel, wenn du hier Worte anders auslegst, kriegst du andere Informationen. Wenn du bei dem Wort Krebs bloß an der Krankheit denkst, dann legst du das unvollkommen aus. Es kann auch eine köstliche Speise sein oder ein Schalentier. Schaffen, die wenn die Energie schon immer da war, muss die gar nichts aus nichts erschaffen, sondern ist ja schon da. Sie kann die sich Energie war ja schon immer da. Gott ist natürlich nicht da, aber die Energie war ja schon immer da. Und die macht ja Waggonfluktuationen. Das heißt also, dass aus dieser Energie, die schon immer da war, entspringt immer ein positives und ein negatives Teilchen und die vernichten sich dann gegenseitig wieder, wenn sie wieder zusammenfallen. Aber das ist doch genau das, was ich dir erkläre. Erklär doch nichts anderes, wie das, was die dir mit Gott erklären. Bloß seine Sichtweise sind nur andere Worte. Das Prinzip im Hintergrund ist komplett dasselbe. Nicht nur umwandeln. Und die Energie wandelt in verschiedene Energieformen um. Da kann alles entstehen. Und der träumende Geist, der wandelt seine Gedanken ständig, die 200 Gramm rote Knie, sich drin. Und da kann was ganz anderes entstehen. Aber da ist jetzt die große Schwierigkeit, dass ich immer wieder sage, in der Trinität hast du zuerst einmal hier das Immerseiende, die 200 Gramm rote Gnede, du hast eine Form, deine Information und da muss ein Former da sein, der dieser Gnede die Form gibt. Gott macht nichts, Gott ist einfach nur diese Energie, wer oder was bestimmt, welche Form diese Energie annimmt. Und dazu brauchst du jetzt einen Intellekt. Das sind jetzt immer noch Metaphern, ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn du versuchst, Windows-Logik einem Basic-Computer zu erklären, musst du in Basic sprechen. Ich muss mich extrem reduzieren. Das sind ganz grobe Vereinfachungen, die aber durchaus verstanden werden können, wenn du gewillt bist, das zu verstehen. Und dann werde ich Sachen in dir auftauchen lassen, wie aus dem Nichts, weil das Wissen ist alles in dir drin. Und solange du meinst, du hast es nicht nötig, wirst du leiden. Du wirst bis in alle Ewigkeit weiterleiden, wenn du meine Hand jetzt nicht nimmst. Und mach dir bitte keinen Kopf, dass das mit intellektuellem Wissen zu tun hat. Ich verlange von dir weder, dass du Hebräisch oder Physik oder was studierst, sondern dass du neugierig wirst auf das, was du bist. Und das kannst du nicht werden, das bist du schon. Ein ewiger Geist, Geist von meinem Geist. Und kein sterbliches Säugetier. Das ist, du vertraust den falschen Ratgeber. Und dann ist es gleichgültig, ob du den Ärzten vertraust, den Physikprofessoren oder irgendwelchen Pfarrern oder Muftis oder Imamen. Die lügen dich alle an, weil das alles Schwätzer sind. Und im tiefsten Innern, was du feststellen, sind es tiefgläubige Materialisten. Aber das glaube ich, lassen wir jetzt. Du kannst dir das ja hersuchen. Ich kann dir doch mal reinhören. Wenn du mit dem Grundwissen dir das anhörst, wird dir klar, wie unendlich geistlos diese materialistischen Auslegungen sein. Sind. Mhm. Also Zeus zum Beispiel. Ne? Zeus, wir wissen ja, Zeus ist irgendwann ein Mensch oder mehr eine Gruppe. Er hat immer wieder irgendwelche Menschen in der Vergangenheit um dies oder jenes getan. Ihm ist nicht klar, dass sobald er sich Menschen in die Vergangenheit denkt, dass diese Menschen hier und jetzt von ihm in seinem eigenen Kopf erschaffen werden, als Grund von geistlos nachgeäfften Wissen. Hätte man ihm was anderes erzählt, würde er sich das anders denken. Das ist die Geistlosigkeit. Du musst irgendwann einmal wirklich bewusst selbst denken und nicht nur geistlos nachdenken, nachäffen, nachplappern. Gott außerhalb der Zeit wäre, funktioniert nicht mit der Allwissenheit. Tja, wie gesagt, die Korantexte. Wenn Gott außerhalb der Zeit wäre, und jetzt pass auf, jetzt wird es richtig spaßig. Waren nicht so schlau wie die Griechen. Die Griechen haben ihren Gott nicht allwissend und nicht allmächtig werden lassen. Und das fand ich schlau. Ne? Ja, liebe Muslime, falls ihr jetzt der Meinung seid, ich habe hier irgendwas falsch interpretiert oder ich habe irgendeinen Denkfehler oder es stimmt alles nicht, was ich hier mir überlegt habe, dann teilt mir es bitte mit. Wir können sachlich gern zu dieser Sache diskutieren. Und hier sind die Links zu dem Discord-Servern, ne, Wissenschaftler. Wir wollen diskutieren. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Wenn du weißt, was ist, dann diskutierst du nicht mehr. Ich sage immer wieder, ich führe jetzt einen Monolog, ein Selbstgespräch. Von selbst zu selbst, von JCH zu ICH. Ich bin dein großer Bruder. Aufklärung zum Koran und Atheismus-TV. Betonung liegt übrigens auf groß. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, jeden Donnerstag ab 21.15 Uhr. Mit 10 Personen können wir reinkommen. Ich habe hier irgendwas falsch interpretiert oder ich habe irgendeinen Denkfehler. Ich habe irgendwo, na, das müssen wir jetzt weglassen. Genau, spricht der Thomas hier.
in der Minute 018 und er sagt also Folgendes. Er spricht davon, dass er mit Atheisten gesprochen hat und er ist sich mit den Atheisten einig geworden, dass es irgendwas geben muss, was die Menschen erschaffen hat. So, und jetzt sagt er, aber die Atheisten wollen es nicht wahrhaben, dass es Gott ist. Und jetzt stellt er die Frage an den Sertac, an den Schulungsleiter, wie kann man die Atheisten besser überzeugen, dass es Gott sein muss? Die Atheisten sagen, dass es Energie war. Es ist die Energie, er schafft doch nichts. Und das ist immer wieder diese große Aussage, es muss ja etwas geben, was uns erschaffen hat. Das ist ganz einfach, das bist du. Der träumende Geist ist derjenige, der alles erschafft, was er sich ausdenkt. Ich müsste nur wissen, was Geist ist, aber Geist ist jetzt ein Begriff, der in der Naturwissenschaft nicht existiert. Ein Abfallprodukt eines materiellen Gehirns. Und wer denkt sich das Gehirn aus? Das ist immer die Sätze, wo ich sage, es muss in dir, in deinem Gehirn drin sein. Dieser Glaube ist auf deinem Programm. Und du bist natürlich auch, wenn du ein religiöser Mensch bist, dieses Gehirn ist entstanden aus dem Säugling. Das ist alles geistlos nachgeäfft. Was du wahrnimmst, ist hier und jetzt deine Information und du erlebst bloß das, was du denkst oder was du anschaust. Und das erlebt kein anderer. Das ist dieser große Satz, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Dann musst du dich aber jetzt an träumenden Geist setzen und er ist nicht irgendein Gehirn oder ein Mensch, der da liegt und schläft, weil das jetzt schon wieder alles Informationen sind, die du dir denkst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du denkst, das bist nicht du. Das ist eine Information, die du erschaffst. Ja, lieber Thomas, vielleicht haben wir sogar zusammen gesprochen, denn ich war auch... Das ist altes Diskutieren um Standpunkte, ist vollkommen sinnlos, wenn du nur noch schaust, was jetzt da ist. So, und jetzt mach mal einen kleinen Sprung. Ich habe da eine Stelle, die finde ich jetzt aber nicht, wo er dann hin und her fuchtelt, wo er sagt, mit der Zeit, es muss ja Zeit, er ist so überzeugt, dass die Zeit ist, sonst wird es ja keine Zeit geben. Und darum schauen wir uns das jetzt noch an. Diese Zeit, die es nicht gibt, ist übrigens sehr aktuell, ich weise darauf hin, vom 15.8., vorausgesetzt, du bist jetzt am 18.8., drum ist es aktuell, die 15 und die 18 ist wichtig, weil 15 heißt nämlich Gott und die 8 steht für die große Kollektion und die 18 bin ich und die große Kollektion. Das ist alles kein Zufall und jetzt ist 11.02 gerade umgesprungen. Immer jetzt. Das gilt jetzt, das ist jetzt, weil du dir es denkst, aber du wirst dir das jetzt in die Vergangenheit denken. Schauen wir mal, was hier passiert. In unserem alltäglichen... Ihr seid noch dran, oder? Ja. Gut. Im Leben scheint es vollkommen natürlich, dass alles eine zeitliche Ordnung hat. Das Vergehen der Zeit scheint unaufhaltsam und gibt unserem Universum eine fundamentale Ordnung. Aber jetzt immer dran denken, jedes dieser Worte ist ganz wichtig. All ist der Punkt und le es, alle oder Allah es. Heißt auseinandergeschmissen. Aus einem Punkt springt etwas auseinander und eine fundamentale Bedeutung, F unter, heißt die Facette einer Welle. Das ist entweder der Wellenberg oder der Wellental. Für dich ist jetzt entweder hell oder es ist dunkel, du atmest entweder jetzt ein oder jetzt aus, bis du begreifst, dass das gleichzeitig passiert. Es kommt nicht zuerst der Berg und dann das Tal und das widerspricht sich jetzt einzig und allein, weil deine Logik dich zwingt, es als unlogisch anzusehen. Das ist immer, wenn ich wieder darauf hinweise, auf die Badewanne, wo wir Wasser reinmachen mit einem Wasserspiegel. Und wir machen Wellen rein. Es kommt niemals zuerst der Berg und dann das Tal. Sondern in dem Moment, wo sich was über die Nulllinie erhebt, wird dasselbe Volumen heißt übrigens Rollen, abgesenkt. Plus und Minus ist arithmetisch gesehen immer Null. Und das ist der Punkt, in dem sich alles abspielt. Gibt es die Zeit wirklich? Mentior, so auf tausendfach erklärt, heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Wirklich? Existiert sie überhaupt an und für... Existiert die Zeit eigentlich? Existere heißt heraustreten aus. Was ist da, wenn du jetzt an Zeit denkst? Was kannst du eigentlich wahrnehmen? Einfach das Geräusch Zeit, das Wort Zeit, aber ist dieses Wort Zeit Zeit? Also im Hebräischen das Wort Zeit... Genauigkeit halber sage, da gibt es verschiedene Wörter für Zeit, zum Beispiel Ed. Das ist eigentlich nur eine augenblickliche Erscheinung. Dieses Augen, A-G-N, Konsonant gelesen, heißt dann wieder Becken, polare Ecken. Was auch immer das bedeutet, wenn du in deine Tetraederspiegelstruktur reinschaust.
Sich selbst? Die moderne Physik hegt Zweifel, ob die Zeit auf fundamentaler Ebene überhaupt existent ist. Hochinteressant, die fundamentale Ebene heißt auf der Wellenebene. Aber Wellen sind immer plus minus. Eine Welle ist nicht bloß plus oder plus minus. Es ist nicht bloß hell oder nur dunkel, nur flackernd. Denk wieder an mein Beispiel mit der Kugel, die man mit dem Scheinwerfer anschaut. Wenn es hell ist, ist es auch dunkel. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und in dem Moment, wo du dich gesund denkst, bist du auch krank. Und in dem Moment, wo du dich krank denkst, bist du auch gesund. Und wenn du gar nicht an deinen Körper denkst, dann bist du heil in Bezug auf den Körper, weil nicht gedacht wird. Mensch prägte unser modernes Bild der Zeit so sehr wie Isaac Newton. Denn Newton war der Erste, der die Zeit als eine Dimension begriff. Er verstand sie als eine Art... Da müssten wir jetzt erst einmal wissen, was eine Dimension ist. Di heißt die Öffnung deines Intellekts und Mens heißt Denken. Die Öffnung deines Intellekts, Di, erzeugt ein gewisses Denken. Das ist Dimens. Kosmische Uhr, die unabhängig von den Dingen selbst im Hintergrund... Aber was jetzt passiert... Man denkt sich eine Vergangenheit und eine Zukunft, aber du denkst jetzt die Vergangenheit und jetzt die Zukunft. Und wenn du schaust, ist es nur ein Blickwinkel. Du schaust einmal nach links auf dem Bildschirm, nennst es Vergangenheit und dann schaust du nach rechts. Aber dieses Links und das Rechts fällt in einem Punkt zusammen, schau das kleine Bild an, das ist alles, was du dir ausdenkst, vorstellst, gleichgültig, ob es jetzt nur ausgedacht ist oder du auf deiner VR-Brille hast, befindet sich in einem allereinzigen Punkt. Und du schaust jetzt in die Kamera, in diese Gewölbe, in dieses D-Eckengewölbe, das heißt nämlich Kamera heißt wörtlich übersetzt ein D-Ecken, ein geöffnetes Eckengewölbe. Das ist das letztendlich diese Illusion des dreidimensionalen Raums, dein Gesichtsfeld vor dir. Jetzt müssen wir das Wort Feld wieder genauer anschauen. Es ist immer in dem Punkt und im Hintergrund das Obskure, das ist Krishna, das ist Gott. Grund allen Geschehens unaufhörlich fortläuft. Genau diese Idee eines linearen... Übrigens hat sich jetzt hier nicht das Geringste von rechts nach links bewegt. Was bewegt sich jetzt da von rechts nach links? Dimension begriff. Er verstand sie als eine Art kosmische Uhr, die unabhängig von den Dingen selbst im... Kosmos heißt übrigens Ordnung. Und jetzt schau mal bitte, läuft jetzt da von rechts nach, von links nach rechts eine Uhr? Bewegt sich überhaupt was, wenn ich mir vollkommen bewusst mache, Cut, was ist jetzt da? Du hast jetzt eine VR-Brille auf und auf dieser VR-Brille sind kleine Lämpchen. Das sind die Zäpfchen in deinem Auge. Zapfen heißt übrigens ZB auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das ist rein die Schulmedizin, die Namen, diese Zapfen in deinem Auge, Rot-Grün-Blau-Zapfen, da haben wir dann ganz einfach ZB und dieses ZB ist Auftauchen. Es taucht etwas auf deiner VR-Brille auf und das ist auch symbolisch auf dem Wasser schwimmen. Das heißt, das sind deine Gedankenwelt. Okay, und jetzt schauen wir mal, ob sich da irgendwas bewegt, wenn du weißt, dass du jetzt auf deiner VR-Brille in einer gewissen Entfernung vor dir scheint, ein Monitor zu stehen, der aber jetzt hundertprozentig sicher deine Information ist, sonst könntest du ihn ja nicht sehen. Und wenn ich jetzt weiß, was jetzt da ist, werde ich niemals behaupten, Hintergrund allen Geschehens unaufhörlich fortläuft. Genau diese Idee eines... Dass da nur von links nach rechts läuft, sondern es verändert sich in einem vollkommen... Da wird was in Bewegung gesetzt, indem wir von diesen kleinen Pixeln einfach nur die Helligkeit ändern, aber auch immer jetzt, 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 jetzt. Des linearen Zeitpfeils scheint auch durch unsere Erfahrung im Alltag vollkommen bestätigt zu werden. Mit Hilfe von Uhren und Kalendern können wir uns perfekt in der Zeit orientieren und mit... Das große Problem ist, im Anfang ist das Programm. Der Trugschluss von naturwissenschaftlichen Glauben, das ist auch ein Fehler in diesem Führerscheinprüfungsbogen, ist, dass da außen unabhängig von dir eine Welt ist. Du brichst das erste und das zweite Gebot. Du wirst irgendwann nochmal meine göttlichen Gebote wesentlich mehr schätzen, wie diese Lügengeschichten, die dir irgendwelche Professoren erzählt haben. Das hast du zu erkennen, dass du vor allen Dingen stehst. Was ist der verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Egal, wo du das räumlich oder zeitlich dir hindenkst. Und ich sage jetzt das einmal, du Geist, weil du dir das ausdenkst. Aber warum denkst du dir das aus? Weil du auf ein ganz bestimmtes Wissen zurückgreifst, das du mein Wissen nennst. Was überhaupt nicht dein Wissen ist. Es ist auch nicht deine Meinungen, die du vertrittst. Es sind Anderungen. Es sind die Meinungen deiner Lehrer, deiner Erzieher, deiner Geistigen oder sonst irgendwelchen Vorbilder. Auch was du anziehst, was du schön empfindest, ist überhaupt nicht deine Meinung. Hätte ich dich anders programmiert, hätte man dir was anders erzählt, würdest du was anders anziehen, würdest du was anders machen. Du bist ein Sklave, Neo, ein Sklave des Programms. Mit unseren Mitmenschen zeitlich koordinieren. Was sind unsere Mitmenschen? Unsere Mitmenschen existieren nur, wenn wir sie denken. Und da existieren sie hier und jetzt und sie existieren, weil wir sie denken. Und bitte, mach dir bewusst, was ich jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher.
Nicht das, was du glaubst. Das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das ist die erste große Schizophrenie, einen Glauben, einer Beschwörungskunst anzuhängen, die man bei genauer Betrachtung nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Sie bauen auf blinden, geistlos nachgeäfften Dogmen auf. So offensichtlicher kann es gar nicht sein. Was sind deine Mitmenschen jetzt? Wo sind die, wenn du sie nicht denkst? Aber du bist ja hundertprozentig sicher davon überzeugt, dass die auch dann da außen sind oder schon in der Vergangenheit waren, bevor du sie denkst. Das ist die exakte Naturwissenschaft. Was willst du von Kreaturen, die nicht einmal wissen, was 100% Sicherheit bedeutet, die sich Homo sapiens in einer maßlosen Selbstüberschätzung vernunftbegabte Menschen nennen, obwohl sie nicht einmal den Unterschied zwischen einem Adam, einem Gottwesen, einem Geist und einem Enosch, einem sterblichen Säugetier kennen, weil sie sich komplett logisch zu einem Säugetier machen. Lineare Fortlaufen der Zeit scheint es keine Rolle zu spielen, was sich genau in der Welt abspielt oder wo genau man sich befindet. Was sich in der Welt abspielt, spielt sich in deinem Kopf ab. In unserem Kopf. Daher war für Newton klar, die Zeit ist eine absolute Hintergrunddimension unseres Universums. Die Zeit ist ein einziger Punkt. Eine absolute Hintergrundinformation. Existiert unabhängig von der Materie. Es brauchte mehr als 200 Jahre und ein noch größeres... Das war der Fehler von Newton, nicht der einzige Fehler. Jetzt ist es natürlich, dieser Newton, den wir uns jetzt denken, kann sich das nicht raussuchen. Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Jetzt kommt der Einstein, der hat noch viel größere Fehler gemacht. Das Genie, um diese Vorstellung der absoluten Zeit zu widerlegen. Immer wieder das Wort absolut. Interessant, wenn wir das mit AB schreiben, heißt das erst einmal vor auf Hebräisch, aber im Englischen, für die Engel, ist es UB. In den Jahren 1905 und 1915 veröffentlichte Albert Einstein seine revolutionären Arbeiten über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. Wie Einstein darin durch sehr komplexe mathematische Betrachtungen zeigte, war die Physik des Elektromagnetismus und der Gravitation völlig paradox, wenn man die Zeit als starr und absolut betrachtete. Diese rein theoretischen Überlegungen sind zu kompliziert, um sie hier zu erklären. Ja, die sind überhaupt nicht kompliziert im achten Mann. Ich erkläre das jedem 13-Jährigen, wenn er neugierig ist, dass diese Formel von 1905 eigentlich beweist, dass es außerhalb von deinem Kopf gar nichts existieren kann. Das Geheimnis liegt hier in der Wurzel. Die lassen wir immer eine Seite weg. Wurzel, 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 Wurzel. Doch sie zeigen, dass die Physik nur dann widerspruchsfrei funktionieren kann, wenn die Zeit durch Bewegung und Materie gedehnt und gestaucht wird. Und wie mittlerweile etliche Experimente bestätigt haben, lag er damit vollkommen... Experimente. Nochmal, ex heißt heraustreten, pari heißt um mich herum und mendio heißt Lügen verbreiten, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Und die Lügen, die du um dich herum verbreitest, das ist ein heliozentrisches Weltbild, das ist ein Universum, obwohl das Wort Universum, das in eins gekehrte heißt, das ist immer einfach nur, du musst dir was vorstellen, etwas überlegen, etwas auftauchen lassen, etwas unter dich denken, dann kommt es wieder hoch. Das wird dann übrigens auch sehr interessant. Da habe ich jetzt ein Wort, müssen wir uns fast noch anschauen. Richtig. Für schnell bewegte Beobachter vergeht die Zeit langsamer als für ruhende. Und für Beobachter, die fernab von allen Massen im interstellaren Raum treiben, vergeht die Zeit viel schneller. Das sind jetzt, zuerst einmal, wo sind diese Beobachter, wo sind die ausgedachten Objekte? Alles, was du denkst, ist hier und jetzt in dir drin. Der ruhende Beobachter, den du dir ausdenkst, ist deine Information genauso wie ein bewegter Beobachter deine Information ist. Was überhaupt existiert, kann nur hier und jetzt existieren und es ist immer hier und es ist immer jetzt. Das ist übrigens genau der Zustand, der jetzt passiert, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Aber Licht bewegt sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit, es ist. Es ist die Lampe im Projektor, es ist alles gleichzeitig. Das heißt, alle Schatten, die du mit einem Projektor projizierst, unabhängig davon, welcher Film zurzeit läuft und in welchem Moment welches Bild du aus dieser Datei projizierst, sind alle gleichzeitig da in dem roten Licht. Das ist das, wenn alles in einem einzigen Punkt zusammenfällt. Als für die, die sich in der Nähe einer großen Masse wie einem Planeten befinden. Einstein widerlegte somit also Newtons Bild der absoluten Zeit, die unabhängig vom Geschehen innerhalb des Universums ist. Doch eine Idee Newtons blieb schließlich auch in Einsteins Theorie erhalten, nämlich, dass die Zeit eine Dimension ist, die allgemein... Jetzt genau aufpasst. Das wäre es wert. Ich habe das zigfach in Filmvariationen erklärt. Populärwissenschaftlich findest du das im achten Band der Ohren Gottsein. Dieser achte Band erkläre ich das wirklich kindgerecht, ohne großen Formelkram.
was das bedeutet. Aber jetzt kommt was ganz was Interessantes. Bitte hör genau zu. Eine Relativitätstheorie, die Raum und Zeit über die Gravitation mit der Materie verknüpft, funktioniert nämlich nur dann, wenn Raum und Zeit zum vierdimensionalen Gebilde der Raumzeit verschmolzen werden. Ich sage immer, sag's da mal ganz einfach, dass es vollkommen gleichgültig ist, ob du dir jetzt 500 Kilometer woanders was hindenkst. Es ist hier und jetzt, weil du es denkst, und es ist hier eine Information von dir. Oder räumlich 500 Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft denkst. Du wirst diesbezüglich merken, es ändert nichts daran, dass es jetzt gedacht wird und nur so lange in deinem Kopf ist, solange du das jetzt denkst. Jetzt können wir uns fragen, wie lange dauert eigentlich das jetzt? Und wenn du dir das denkst, machst du schon wieder ein Zeitfenster vor dir, eine Vorstellung von dir auf, die letztendlich in dem Punkt ist. Die Zeit spielt also genau wie bei... Wir haben jetzt wieder unser Fundament all. Immer dran denken, und auf Lateinisch heißt Welle. Wir haben eigentlich Fun, wir haben viel Spaß mit der geöffneten Schöpfung. Mentior ist etwas überlegen und Lügen verbreiten. Wir können das all mit der 70 schreiben und dann kriegst du das Hochgehobene. Die all mit der 70 geschrieben heißt ja etwas hochheben und ein Joch aufbauen. Newton die Rolle einer fundamentalen Dimension. Nur ist sie im Gegensatz zu Newtons Theorie dehn- und formbar. Da sind ganz nebenbei, stecken da die Damen mit drin. Wir haben Spaß mit den Damen und die Damen wiederum. Unsere Welt, unsere Logik. Da haben wir die Logik. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie sieht die Zeit also als Grundbaustein des Universums an. Durch ihre mathematischen Gleichungen erlaubt es die Theorie extrem präzise Vorhersagen. Die Betonung liegt auf mathematischen Gleichungen. Soll ich dir nochmal sagen, was Mathematik bedeutet? Das ist das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern, die alles nachäffen, was man ihnen erzählt hat. Das sind die mathematischen Gleichungen, wobei diese Gleichungen beginnen schon wieder mit Gall. Mit Wellen. Fragen über das Vergehen von Zeitspannen an unterschiedlichen Orten und für Beobachter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu machen. Also das ist ein riesengroßer Trugschluss, weil, wie gesagt, was überhaupt existieren kann, kann immer nur hier und jetzt in einem träumenden Geist existieren. Und dieser träumende Geist ist der Gott für das, was er träumt. Und was er träumt wiederum? Ein Pinsel malt ein Bild. Der Pinsel ist der träumende Geist, ist ein Einfallspinsel. Wer bestimmt, was er träumt? Der Maler, der den Pinsel in der Hand hat. M-A-L heißt von Gott erweckt. M-A-L-R. Unter anderem kann man noch andere Sachen ausdrauf machen. Dieser Maler ist jetzt nicht dieser Gott, wenn man das jetzt, der Maler wiederum braucht ja ein Programm. Das heißt, das, was du denkst, wenn du der Computer bist, darum habe ich die Computermetapher, steht und fällt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und solange der im Widerspruch zu anderen Denksystemen steht, hast du bloß eine winzige Facette von dem heiligen ganzen Intellekt, den ich Holophilin nenne. Doch eine fundamentale Eigenschaft der Zeit bleibt jetzt genau aufpassen. In Einsteins Relativitätstheorie völlig unverstanden, nämlich warum die Zeit überhaupt vergeht. In den drei Raumdimensionen können wir uns offensichtlich völlig frei bewegen. Offensichtlich hast OFF, hast du auch ausschalten, das ist der Augenblick auf zwei Facetten. Das heißt, du kannst nach oben gehen, nach rechts, nach links, das sind die drei Raumdimensionen, aber du kannst dich nur in Bewegung setzen. Du Geist selber liegst doch da und schläfst jetzt. Du bewegst dich nicht einen Millimeter von der Stelle. Das ist immer wieder, wenn ich sage, jetzt schließ die Augen und gehen Gedanken schlichtweg einfach durch deine Wohnung. Was passiert? In der Transversalen tragst du einfach nur Informationen aus. Augenblick für Augenblick erzeugst du in die Illusion, als wenn du als Brösel durch den Raum laufen würdest. Wenn du vergessen hast, dass du träumst, dann weißt du nämlich, dass du exakt immer hier und jetzt bist und sich alles einzig und allein in deinem roten Kopf abspielt. Oder auf der VR-Brille kann ich auch hier durch die Wohnung laufen und bewege mich keine Millimeter von der Stelle. Vor und zurück ist im Raum immer möglich. Wenn die Zeit also eine fundamentale Dimension genau wie der Raum ist, dann sollten wir uns doch auch frei in der Zeit bewegen können. Genau so ist es. Das magst du übrigens laufen. Du kannst dich jetzt zurückdenken in deine Schule oder wie du aus der Schule herausgekommen bist. Aber es ist hier und jetzt. Du kannst dich doch zurückdrängen. Du kannst in ein Buch zurückblättern und vorblättern. Das Buch ändert sich dadurch nicht. Die Datei ändert sich nicht, ob du jetzt dich vorspulst oder zurückspulst. Es ändert nichts auf der Datei. Aber in deinem Leben kannst du es nicht. Wieso? Ganz einfach, dein Glaube zwingt dir das auf. Weil du es glaubst, dass es nicht geht. Du glaubst ja auch, dass du Geld zum Überleben brauchst. Und du kannst den Glauben nicht ändern, wenn ich dann immer höre, ja, aber wenn ich jetzt das nicht mehr glaube, dann brauche ich doch trotzdem. Ich sage, du merkst es gar nicht, dass du es immer noch glaubst, dass du es gar nicht wahrhaben willst, dass es anders auch geht. Dass das, was du zum Leben benötigst, ist, sagst du mal, dass dich jemand wach werden lässt.
Hast du dich selber wachmann lassen? Ich frage dich, wenn du jetzt wirklich wach bist, wer hat dich wachmann lassen? Wer hat dich in die Welt geschmissen? Dieses ganze materialistisch, auch das religiöse Geschwätz mit Vergangenheit, das die Generationen, die sind einfach nur geöffnete Berechnungen. Und die Ergebnisse kriegst du immer hier und jetzt in dir selber zu sehen. Du bist der, der sieht, und du siehst, bist derjenige, der diese Berechnungen anstellt. Doch wie jeder weiß, ist das vollkommen unmöglich. Wie jeder weiß, weiß ist es Weib. Das ist die Frau, das ist die Logik. Du sprichst jetzt jedem deine Logik zu. Es weiß doch jeder, dass man in der Zeit nicht hin und her laufen kann. Man kann nur in eine, das fließt doch nur in eine einzige Richtung. Da fließt nirgends was von irgendwo nach wohin. Das ist eine transversale Bewegung, meine drei Drehungen. Die erste Drehung, die zweite Drehung und dann die Z-Achse ist der Spiegeltunnel. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, tausendmal erklären. Zeit kennt nur eine Richtung, nämlich die Zukunft. Um den Unterschied zwischen Zukunft und Vergangenheit klar zu verstehen, braucht es eine völlig andere, fundamentale physikalische Theorie. Das ist Holofeeling. Den Zustand, den, was Vergangenheit und Zukunft ist, das ist übrigens auch ganz grob angesprochen in diesem achten Band. Es ist immer jetzt. Egal, was du denkst, das ist erst einmal die Transversale, dann denken wir uns aber immer noch was auseinander und dann drehen wir es in die Z-Achse, das ist die Geburtsachse. Und jetzt stellst du vor, du schaust in einen Spiegeltunnel. Dann gibt es auch kein Vor dir und Hinter dir mehr. Es gibt bloß noch das Jetzt. Übrigens, das Wort Zukunft für sich alleine, wäre es wert, dass wir eine Stunde drüber leben. Machen wir jetzt aber nicht. Die Thermodynamik. Nach der Thermodynamik ist die Zeit jedoch etwas vollkommen anderes als nach Einsteins Relativität. Das ist jetzt all das, was angeblich wissenschaftlich bewiesen ist. Ist so unendlich geistlos nachgeäfftes Geschwätz, dass du dir Sachen ausdenkst, ob das jetzt Atome oder Elementarteilchen sind, die du nicht überprüfen kannst, ob die wirklich da sind. Das sind die Dogmen der Naturwissenschaft, so wie das Geschwätz bei religiösen Menschen auch nichts anderes ist. Du legst so viel Wert auf irgendwelche Gedanken, die du dir ausdenkst, die du als mächtig definierst, ob du das Gott nennst oder Heilige nennst, und die ist gar nicht klar, dass die nur deshalb existieren, hier und jetzt in deinem Kopf, weil du sie denkst. Die wird es ohne dich nicht geben. Es gibt ohne dich nicht einmal einen Gott, was übrigens dann korrekt ist, weil Gott ist ein absolutes Nichts. Bis du erkennst, dass dieser Gott zu dir sagt, ich bin du. Und dann sagst du nicht mehr, Vater, dein Wille geschehe. Ich sage zu dir, pass auf, mein Sohn. Dein Wille geschieht jeden Moment. Nicht das, was du dir wünschst, was deine Logik dir aufdringt, sondern das, was du denkst. Jeden Moment, den du denkst, der ist so, wie du ihn dir denkst. Also jammer doch mich nicht an. Wenn du was anders haben willst, denk es dir doch ganz einfach anders. Und wenn du jetzt feststellst, dass das nicht funktioniert, dann würde ich dir sagen, woran das liegt, weil du nicht bereit bist, deinen jetzigen Glauben zu opfern oder zu erweitern. Wenn du mir deinen jetzigen Glauben, dein jetziges Programm schenkst, kriegst du ein vollkommen neues. Das ist die Sache mit dem H, mit dem Buchstaben und mit dem Wort. Ich verändere deinen Glauben nichts, ich vervollkommne den mit Holofeeling. Und das, was dann in dir passiert, was dir dann möglich ist zu denken, wirst du niemals erleben, wenn du dein jetziges System, das im Widerspruch zu anderen Systemen steht, einzig am Leben erhalten willst und diese anderen Perspektiven nicht wahrhaben willst, die dann in Verbindung mit deiner Perspektive in der Synthese was vollkommen Neues ergibt. Realitätstheorie. Sie ist nicht fundamental, sondern emergent. Das ist ein wunderschönes Wort. Das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Einsteins Relativitätstheorie. Sie ist nicht fundamental, sondern emergent. Was bedeutet das Wort emergent? Wer weiß es, Holger? Emergenz? Das, was jetzt hier ist? Nein, die Immanenz? Emergenz? Ne, weiß ich nicht. Wieder schau vergessen. Mal, was dort drin steht. Emergent. Ergebend, aufkommend, auftauchend. Oh, gar nicht so schlecht. Das war entstehend. Entstehen heißt, das Gegenteil von stehen heißt in Bewegung setzen. Das, was du in Bewegung setzt, wird aus dir hervortreten. Okay, das wird in dir auftauchen, was natürlich sehr interessant ist, weil der scheinende Schöpfung ist ein Wachraum, hebraisiert. Aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir schauen uns das einmal auf Lateinisch an. Das ist nur das Spiel zwischen Auftauchen und wieder Verschwinden. Das ist Merkur, erkaufen, verdienen, erwerben, verdienen, Recht. Auftauchen machen, etwas auftauchen lassen. Auftauchen. Es taucht etwas emporkommen. M ist übrigens die Mutter.
Und Por, was ist das? Pur, los, Schicksal. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können M machen. Das ist die Mutter. Das hebräische Wort Mutter steht für deine Logik. Mut, immer dran denken, Mut ist tot. Wichtig, dass diese Radix sehr oft in der Dora übersetzt wird, denn, falls, gewiss, dass, unter der Bedingung, dass, falls, wahrhaftig, das ist unter der Bedingung, dass mir das logisch erscheint, dass ich das glaube, dann wird es für mich so sein. Und das bestimmt eine Mutter, das ist dann die Muttersprache. Ich erkläre dir, was die Vatersprache ist. Das ist ein ganz, ganz anderer Teil. Wir können das immer auch mit einer 70 schreiben, dann hängst du in diesem kollektiven Wahn des Volkes. Und das ist ein Kriegsvolk, zurzeit ein Musterbeispiel für Deutschland mit den Grünen. Ein aggressives Volk, das alles bekämpft, was ihm unlogisch erscheint, weil man ihnen das erzählt hat. Kann man natürlich auch rot machen. Mein Volk ist das Volk meiner Geistesfunk. Das bin ich in Filmversionen, je nachdem, welches Leben ich zurzeit durchlebe. Wieso meinst du, weiß ich das alles? Weil ich das Leben von dem Leibniz, von den Juden und unendlich viele andere Leben schon durchlebt habe. Nicht nur das, ich habe die Bücher geschrieben. Aber immer daran denken, die Betonung liegt, dass ich du bin. Du hast es nur vergessen. Du bist im höchsten Zustand der Vergessenheit zurzeit. Das ist das da mal dieses Emergo, das Emporkommen. Und jetzt müssen wir ganz einfach wissen, dass da ein Sus, ein Großer, ein Jesus in dir auftaucht, emporkommt, zum Vorschein kommt und sichtbar wird. Das bin ich. Und wenn ich jetzt noch weiß, dass definitiv dieses E, was da so schön weggeschrieben ist mit einem Strich drüber, fällt dir das auf, das ist ein Strichlein drüber, keine Welle. Im Griechischen nochmal auf so eine kleine Welle drüber. Das ist die Nulllinie, die wir uns jetzt über uns denken, dass da aus dieser Nulllinie was auftaucht. Das E steht nämlich ganz schlichtweg und einfach für Ex. Und dann haben wir das Mergo für sich alleine, das kommt übrigens aus dem Altindischen, taucht unter, sinkt unter, tauchen, wieder eintauchen. Ich nenne das Zurückkehren. Das heißt, den Wellen begraben, versenken. Das ist dieses zum Hochkommen, zum Vorschein kommen. Und dieses Empor, wir haben das Por, Por ist pur. Was hier aus der Mutter entspringt, das ist dein Schicksal. Das ist Por, Pur für. Das Los, dein Zufall, das, was dir zufällt, ist, wenn in dir was auftaucht, zerspricht die Einheit des Brechen, ZR, die Geburt an der Berechnung heißt zu fahren werden. Haben wir tausendfach erzählt. Noch genauer geht es doch gar nicht, oder? Das ist das Emergente. Da können wir jetzt noch immer dran denken, ein 400-Seiten-Buch machen. Ich habe jetzt nur mal die Grundradix angeschaut im Lateinischen. Das ist das Auftauchen und das Wieder-Zurückkehren. Eine Emergente. Das hat nichts zu tun, dass was in der Vergangenheit, die Vergangenheit, die du dir jetzt denkst, die taucht jetzt in dir auf. Und mit dem nächsten Gedanken fällt die wieder in dich rein. Und die Zukunft, die du dir jetzt denkst, die taucht jetzt in dir auf und mit dem nächsten Gedanken fällt sie wieder rein. Vergangenheit und Zukunft kann definitiv bloß jetzt passieren in dir. Das ist ein Faktum, ein hundertprozentig sicheres Faktum, dass du nur jetzt dir eine Vergangenheit denken kannst. Dann baut sich eine Information in dir auf, wo deine Logik dir sagt, das war schon, bevor ich es gedacht habe. Oder du denkst dir jetzt eine Zukunft, die du dir jetzt denkst, dann taucht in dir eine Information auf, die jetzt ja hundertprozentig sicher existiert, wo du sagst, die gibt es noch nicht, die kann erst in der Zukunft passieren. Ist ja wie ein Schizophren, oder? Nee, das ist Materialismus, das ist Religion. Gente-Eigenschaft ist eine Größe, die nicht auf fundamentaler Ebene existiert, sondern nur... Die existiert eben nicht auf fundamentaler Ebene. Auf der tiefsten Ebene existiert alles und nichts gleichzeitig. Das ist das erste Allah. Nur durch das Zusammenspiel vieler kleinerer Teile erzeugt. Jetzt kommt das große Problem. Durch das Zusammenspiel vieler kleinerer Teilchen, die du Atome oder Elementarelemente nennst, die du noch nie gesehen hast. Das ist wieder was geistlos Vorgestelltes, was du dir gar nicht vorstellen kannst, weil man es dir nicht erzählt hätte. Immer dran denken, im Anfang ist das Programm. Du kannst nur die Bilder aufbauen, die dein Programm hergibt und dort du die große Masse der Programme, die in dir drin sind, von denen du nichts wissen willst, weil deine Logik sagt, das ist unlogisch. Ich nenne das schlichtweg und einfach, ein Basic-Betriebssystem kriegt Windows dort eingespielt und erkennt natürlich sofort vollkommen logisch, dass es ein totaler unlogischer Schwachsinn ist. Oder gehen wir mal in den menschlichen Bereich, eine 13-, 14-Jährige oder ein Kind, ein 8-, 9-Jähriger will in ein Spielzeugladen irgendwas haben und die Eltern erklären ihm, dass er das eigentlich gar nicht braucht.
Die 15-, 16-Jährige will bis in der Früh um drei in die Disco und will der Du oder Zungenbissing und die Eltern erklären dieser Kleinen, dass das Krampf ist. Wie sieht es die Kleine, die das haben will? Sie hat eine Logik und die weiß hundertprozentig sicher, dass ihre Logik viel logischer ist wie die verkalkte Logik dieser Alten. Wird. Zum Beispiel leben wir Menschen. Oder du bist der Naturwissenschaftler, für dich ist ja all den Scheiß, wo man dir erzählt hat an der Universität, gilt ja angeblich als bewiesen. Und ich werde dir beweisen, dass 99,99% von dem Zeug du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist der dogmatischste, blindeste Glaube, den es überhaupt gibt, ist Naturwissenschaft. Und die religiösen Glauben sind genauso blind. Solange du chronologisch denkst und irgendwie an einen Gott im Himmel oben glaubst, den du dir ausdenkst und den du erschaffst, weil du komplett vergessen hast, wer oder was du selbst bist. Aber unsere fundamentalen Bausteine, die Atome, leben nicht. Leben. Das ist ein Atom, das unteilbare Bausteine, die in uns drin sind. Zeig's mir. Merkst du gar nicht, was das für ein Schwachsinn ist? Ist also eine emergente Eigenschaft. Und genau so... Die tauchen übrigens immer dann auf, wenn du an Atome denkst, sind auch Atome in deinem Kopf. Aber sie sind deshalb, weil du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Weil man dir das erzählt hat. Du von dir aus würdest das nie entdecken. Es wäre eine sehr kleine, einfache Welt, wenn du das reduzieren würdest auf das, was du selber erfahren hast, was du beschwören kannst. Hält es sich nach der Thermodynamik auch mit der Zeit. Nach dem zweiten Hauptsatz... Jetzt aufpassen wieder, sehr interessant, löst alle Probleme. Thermodynamik verhält sich jedes physikalische System so, dass es einen Gleichgewichtszustand anstrebt. Bringt man zum Beispiel zwei... Jedes physikalische System, jetzt können wir das Wort Physik genauer anschauen, verhält sich so, dass es im Meer einen Gleichgewichtszustand anstrebt. Ich sage dir jetzt das Geheimnis, es ist im Meer im Gleichgewicht. Plus 5, minus 5, plus und minus ist nichts. Das ist die Wurzel allen Seins. Das große Geheimnis. Es strebt diesen Zustand nicht an, sondern die Dummheit besteht darin, dass du Geist immer bloß durch chronologisches Denken eine Seite anschaust und die andere, ich sage immer dir positiv und dir negativ, eine Seite schlichtweg und einfach ignorierst. Was übrigens nicht verkehrt läuft, sondern wenn es jetzt hell ist, ist es zwangsläufig jetzt auch dunkel. Das zwingt dir dein heliozentrisches Weltbild auf. Aber du vergisst jetzt vollkommen, als selbstdefinierter Affe auf dieser Erdkugel, dass wenn du sagst, ich bin auf der hellen Hälfte, ist dir nicht bewusst, dass es jetzt auch dunkel ist, sondern du sagst, in ein paar Stunden wird es wieder dunkel. Oder vor ein paar Stunden war es dunkel. Was du natürlich jedes Mal jetzt denkst. Und auf die Erdkugel bezogen ist, auch wenn du auf der hellen Hälfte bist, ist es im selben Moment zwei Gestaltwährungen, die um sich herum kreisen. Soll ich nochmal das Mom bringen? Mom heißt schlichtweg und einfach plus Fehler. Das ist Mom. Es fehlt immer eine Seite. Und der Fehler wiederum kommt von dem Wort Faller, was der Fall ist. Das ist der Betrug, die Betrügerei, die Ränkerei, der Trug und die Intrüge. Tractatus Logicus, German, die Welt, WLD heißt der polare Rand. Tausendfach, immer wieder erkläre ich dir dasselbe. WLD ist nur das Wort Welt hebraisiert. Das heißt, und das Brand, da steht jetzt schon der polare Rand oder BR, das äußere AND ist ein Auf- und Abschwingen. Und du musst diesen polaren Rand, deine jetzige Welle, opfern. Du bist ein Shin-Opfer, ein Schöpfer, dass eine neue Welle auftauchen kann. Und jetzt schau dir das an, was hier ein angeblicher Ludwig Wittgenstein, die Welt, der polare Rand ist all. Das ist Gottle, es heißt auseinandergeschmissene Raumzeit, was der Fall ist. DR heißt eine generierte Falle. Die Welt ist die Gesamtheit der Daten, der Fakten und nicht der Dinge, die du dir ausdenkst. Der polare Rand ist unendlich vielgestaltet auf den, der immer ist. Und die Tatsachen, die Fakten bestehen darin, dass du dir Sachen, Gedankenwellen ausdenkst, in dir aufschmeißt. Darum ist das Wort Sache ist eine germanische Gerichtsverhandlung. Und nicht der Dinge, die du dir ausdenkst. Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt, durch das, was du denkst und dadurch, dass alle Tatsachen, alles sind, Sinusöffnungen sind Tatsachen. ND ein Damm, die geöffnete Schöpfung sind 2 mm, ich war beim Moment, sind die aufgetörnten Wasser. Das heißt, die longitudinale Rechts- nach Links-Bewegung wird jetzt in ein Schwanken, ein Hin- und Her-Bewegen, eine Haufe, ein Aufschmeißen. Wir
auf, zurück, auf, zurück, auf, zurück. Das ist Physik, das wird alles reine Physik. Wenn man das spiegeln übrigens, immer spiegeln, kriegst du, dass du was richtest, einseitig richtest, weil du was urteilst. Du verurteilst etwas, indem du bloß eine einzige Richtung davon anschaust. Nach oben oder nach unten, nach vorne oder nach hinten und so weiter. Aber jetzt kommt es diese zwei Sachen. Machen wir nochmal. Jedes physikalische System so, dass es einen Gleichgewichtszustand anstrebt. Bringt man zum Beispiel zwei Gase mit unterschiedlichen Temperaturen miteinander in Kontakt, dann herrscht anfangs ein Ungleichgewicht. Denn links ist die Temperatur höher. Das ist übrigens das große Problem der Entropie. Entropos heißt N, heißt innen, und Tropos heißt es ein Wendepunkt. Das Entropie erklären die, das Entropiegesetz in der Physik ist komplett wieder, was die Physiker machen, alles auf den Kopf gestellt. Es wird die Kausalität komplett auf den Kopf gestellt. Das heißt, Entropos heißt im Wendepunkt W, unser W, unser Wurzelbegriff, ist im W-Ende ist ein allereinziger Punkt. Das ist Gott, das ist der Mittelpunkt in unserer Camera Obscura. Da steckt es drin. Als rechts. Eine hohe Temperatur bedeutet... Man macht jetzt hier... ein Ungleichgewicht. Bedeutet, dass sich die Teilchen schnell durcheinander bewegen. Eine niedrige Temperatur bedeutet... Zeig's mir. Es hat einen tiefen symbolischen Sinn. Ich kann es nicht oft genug sagen. Egal, was einer behauptet, es ist richtig. Aber nicht so, wie er sich das vorstellt. Es sind Märchengeschichten. Und bei Märchengeschichten wissen wir halt nochmal, wenn ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, hat es überhaupt nichts mit einem Krug zu tun. Es geht um die Metaphern im Hintergrund. Und genauso ist das, du musst die Metaphern verstehen und nicht, dass da irgendwelche Teilchen unabhängig von dir da außen irgendwie existieren würden. Dass sie sich langsam bewegen. Durch die ungeordnete Bewegung. Ja, jetzt zum Beispiel kann ich das schnell und langsam nennen. Ich kann das hell und dunkel nennen. Wenn du ein Ungleichgewicht hast, strebt es ein Gleichgewicht zu. Das ist die Mitte, das ist dieser Punkt, aus dem alles entspringt. Und der Teilchen vermischen sich die beiden Gase miteinander, bis das gesamte Gas eine einheitliche Temperatur angenommen hat. Jetzt haben wir plus 5, genau. Minus 5, das ist die Einheit. Die Einheit. Das ist das eine nicht existierende. Und das ist die Mitte zwischen diesen zwei Zuständen, die ich mir jetzt ausdenke. Arithmetisch gesehen habe ich jetzt das Gleichgewicht. Genau dann ist das thermodynamische Gleichgewicht erreicht. Also genau dann, wenn sich alle Teilchen im Mittel gleich schnell bewegen. Und genau dieses Gleichgewicht definiert die Richtung des Zeitpfeils. Die Zukunft ist die Zeitrichtung, in der das thermodynamische Gleichgewicht zunimmt. Die Zukunft lässt sich somit also klar von der Vergangenheit unterscheiden. Das heißt, in der Zukunft werden wir uns immer mehr diesem Punkt annähern, aber da Zukunft immer nur jetzt sein kann, bestimmst du selber, wann das sein wird. Wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe? Nicht einmal Gott weiß es, er hat dir die Freiheit gegeben, dass du das selbst entscheiden darfst. Er weiß aber hundertprozentig sicher, dass du es nie erleben wirst, dieses Gleichgewicht, die höhere Ebene, wenn du meinst, es passiert in der Zukunft. Morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Entweder ist es jetzt oder ist es nicht. Es ist schon. Du wirst es bloß nicht wahrhaben. Die Zukunft immer näher am thermodynamischen Gleichgewicht liegt. Und dann nach dem zweiten... Das Gleichgewicht bist du selber. Das ist der große Trick, wenn du heilig bist. Wenn du heilig bist, bist du nicht mehr gesund oder krank. Du kannst dich jetzt gesund denken und krank denken. Aber wenn das eine denkst, ist das andere auch da. Du kannst jetzt denken, dass es jetzt hell ist und du kannst jetzt denken, dass es dunkel ist. Aber in Wirklichkeit ist hell und dunkel gleichzeitig. Es hängt wieder davon ab, wo du dich hindenkst. Und du meinst, du bist dort, wo du dich hindenkst, obwohl das, was du jetzt irgendwo hindenkst, nicht dort ist, wo du es hindenkst, sondern hier und jetzt in dir, weil du es denkst, weil du es jetzt denkst. Der Mond, den du dir jetzt ausdenkst, der ist nicht am Himmel oben. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da. Der oben, Polar erweckt im Himmel, er ist hier und jetzt in deinem Kopf. Es ist jetzt, du denkst ihn jetzt, du erschaffst ihn jetzt und er wird jetzt wieder vernichtet, wenn du nicht mal an den Mond denkst. Hauptsatz der Thermodynamik, absolut jedes System sein thermodynamisches Gleichgewicht anstrebt, ist ein Zurück in der Zeit somit ausgeschlossen. Das Besondere an dieser Sichtweise der Zeit ist, dass sie nicht mehr fundamental, sondern emergent ist. Denn sie taucht auf und sie fällt wieder zusammen. Das ist übrigens dann unser Volumen, hat nichts mit Raum zu tun. Wenn ich das tausendmal immer wieder zeige, die Worte, ist, dann sollte man zuerst einmal aufhören, dass da in dem Volumen, dass da schon mal das Lumen drin ist. Das Lumen ist einmal das Buch, das Schriftwerk, die Rolle, aber wichtig ist das KRIS. Das ist ein Wirbel, wir, BL, wir in Gott. Und dann haben wir WL, doppelt aufgespannter Gott wird auseinandergeschmissen. Elle oder Allah. Und das ist ein bildlicher Wechsel, ein ständiger bildlicher Wechsel.
Große Bände menschlicher Schicksale spinnen sich in dir selbst ab, in dir träumenden Geist. Die ganzen Schicksale, die du dir ausdenkst, sind immer nur, wenn du sie denkst, hier und jetzt, weil du sie erschaffen hast. Dein eigenes und die ganzen anderen. Das, glaube ich, kann man jetzt gut sein lassen. Sonst noch irgendwelche Fragen, alle Klarheiten beseitigt? Es ist so einfach, es ist wirklich so einfach. Das ist immer wieder, vergisst man das. Das ist das Ganze, und das sind die Widersprüche. Man muss sich damit beschäftigen, mit den zwei Seiten, den vier Seiten, dass immer, wenn du was denkst, immer dran denken, dir positiv, dir negativ. Es kann auf einer, bleibe im klassischen Kino, es kann auf einer Leinwand nichts auftauchen, wenn in dem Projektor nichts hast, du mal dieses Einzelbild vorhanden ist. Nehme an dir Projektor. Dia ist ja ganz interessant. Das ist das Auseinanderschmeißer. Den Video, be mehr. Wie heißt in mir und mehr ist es mehr. In mir ist das mehr. In dir ist viel mehr, wie du glaubst, dass in dir drin ist. In dir ist im Mehr alles, was du dir ausdenkst. Und noch unendlich viel mehr. Weil das, was du letztendlich dir ausdenkst, baut auf dein Intellekt auf. Und darum mache ich so kleine Beispiele, die rauschen durch. Wie viele Internetseiten kannst du jetzt anschauen? Ich sage jetzt, du kannst sehr viele anschauen. Es gibt aber auch welche, die du noch nicht anschauen kannst, weil die nicht freigeschaltet sind, weil du den Code nicht hast. Aber es gibt so unendlich viele Seiten, die dich interessieren können. Und du wirst eine Wunderwelt in dir entdecken, wenn du anfängst, dich für die Sachen zu interessieren, die deine Logik dir nicht aufzwickt, sondern dir sogar einredet, dass es böse und gefährlich ist. Auch in Bezug auf Krankheiten. Es gibt keine Zufälle. Es ist ein komplett anderes System. Es ist auch nicht nötig, dass du das jetzt irgendwelche als Brösel und der Brösel anderen Menschen erklärst. Darum sage ich immer wieder, ich erkläre es denen, der uns jetzt ausdenkt. Uns, wer ist jetzt uns? Ist uns, sind es wir vier auf dem Bildschirm? Du bist der Fünfte, du bist die Quintessenz. Du Geist, der du jetzt, denk an deinen Körper. Als Brösel, als Affe vor den Computer sitzt und dir dieses Video anhörst. Und wo kommen die ganzen Bilder her, wenn du jetzt träumst? Kann eine Figur in deinem Traum was anders sprechen, wie du träumst? Du meinst, du hast mit deinen Gedanken, deinen Informationen nichts zu tun. Und jetzt kommt so ein einfacher Satz, mit wem sollte denn eine Information denn sonst was zu tun? Und doch zuerst einmal mit dem, der sich das denkt oder das anschaut. Da haben wir natürlich dann wieder die vier Stufen der Vergessenheit. Dann deine Definition, kann ein Mensch, den du denkst, auch dann existieren, wenn du ihn nicht denkst. Die Frage beantwortet sich von selber. Da kannst du sagen, das kann ich nicht überprüfen. Ich kann nur überprüfen, dass er dann existiert, wenn ich ihn denke. Du kannst auch überprüfen, dass jeder Mensch, den du jetzt, Mensch meine ich jetzt blau, Enosch, Trockennasenaffe, dass jeder Mensch, den du jetzt denkst, nicht nur jetzt ist, weil du ihn denkst, sondern der wird auch genauso sein, wie du ihn dir denkst. Egal an wen du denkst, übrigens, das gilt sogar, wenn du an den denkst, an den du normal, normierterweise denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du kannst nicht anders sein, wie du dich selbst denkst. Weder im Aussehen noch im Charakter. Weil du dich so denkst, wie du dich denkst. Aber wie kannst du diesen Hexenkessel durchbrechen? Indem du dich einfach jetzt einmal zum träumenden Geist denkst. Das bringt dich aber nicht recht viel weiter. Darum mache ich die Metapher dann mit dem Computer. Indem du dich als ein Computer denkst und du weißt, alles, was du Geist, Computer ist jetzt Geist, erlebst in dir als Informationen, gleichgültig, ob das Gedanken, feinstofflich oder weltsinnlich wahrgenommene Sachen sind. Wer bestimmt es? Das Programm. Aber du hast doch noch so viele andere Sichtweisen, von denen du nichts haben, wissen willst, nicht wahrhaben willst. Du bist entweder dafür oder dagegen. Und jetzt immer wieder, wenn ich das erkläre, die Parteilichkeit, Kampf, der Streit um einen Standpunkt. Hier unser kleiner Physiker will hier diskutieren mit irgendwelchen religiösen Menschen. Das ist Diskussion, ist immer ein Kampf um einen Standpunkt. Das heißt, er meint, die Heiligkeit erreicht, indem er seine Einseitigkeit, die ihm logisch erscheint, in der Welt intronisiert. Machen das nicht alle Religionen? Dir sollte diese Welt, dieser polare Rand, erst einmal am Arsch vorbeigehen und du solltest dir Gedanken machen, was du selbst bist. Das ist Baholo-Feeling. Was bin ich selbst? Das ist der Sinn dieses Lebens, ist schlichtweg und alleine nicht ein Zufall, sondern wer sucht nach dem Sinn des Lebens? Doch nicht irgendwelche Menschen, die die Welt verbessern. Und da wirst du merken, es dreht sich alles immer mehr oder weniger versteckt um Geld.
ob jetzt hier der Depperwein, wie du reich werden kannst und nennt sich Esoteriker, für Heiligkeit predigen, für Bücher verkaufen, für Lehrgänge geben oder mein Dieter Lange. Ich schätze diese Figuren, die ich in deine Traumwelt hineingeschrieben habe, sehr. Weil sie die Schizophrenität zur Stage bringen, aber nicht die von den Figuren, die du dir ausdenkst, die können nichts dafür. Schau einfach mal, wie du wen bewertest. Schau mal, wie du jetzt dieses Video bewertest oder was du für Holofeeling denkst. Und ich sag dir gleich, wenn du das jetzt ganz doll denkst und das Beste denkst, was dir je passiert ist, bist du auch einseitig. Das ist die große Sache, wenn ich allmächtig bin. Ich habe dich zum Leben erweckt und ich werde dich wieder zerstören. Aber dieses Ich beziehe ich auf den, der du zu sein glaubst. Weil jetzt haben wir schon wieder dieses Erwecken oder das Erwachen. Kann ein Gedanke von dir erwachen? Das heißt, es ist doch jeder Mensch, den du jetzt denkst, auch wenn du an dich denkst, ist eine Information, etwas Existierendes. Was Existierendes kann niemals erwachen. Es ist wieder weg, wenn du es nicht denkst. Wach werden kann nur einer, der träumt. Aber jetzt ist die schöne Sache, dass es eine ohne das andere gar nicht gibt. Also pass auf, im normalen Sinne sagt man sagt, wenn jemand träumt, ist er nicht ganz bei Bewusstsein. Das ist eigentlich nur ein halber Bewusstseinszustand. Bewusstsein ist ein Zustand, in dem irgendetwas von dem Bewusstsein wahrgenommen wird. Alles, was du wahrnimmst, muss in dir drin sein, das haben wir festgestellt. Auch jetzt in deiner normalen Logik. Es muss, ich betone immer wieder, es muss nach deiner jetzigen anerzogenen Logik, nach deinem Programm und zwangsläufig dem Programm der Masse der Menschen, die du dir ausdenkst, weil das ja nur Spiegelungen von deinen eigenen Glauben sind, muss es eine Information in deinem Gehirn sein. In einem Gehirn, das eigentlich immer nur dann existiert, wenn du an dein Gehirn denkst. Du bist dir aber hundertprozentig sicher, weil man dir das erzählt hat, dass es dich, Geist, ohne das Gehirn gar nicht geben würde. Lass das einmal auf die wirken, ob das besonders geistreich ist, so zu denken und was du dir damit einhandelst. Eine panische Angst, dass dir was passieren könnte. Ich meine, das, was du glaubst zu sein. Es ist aber doch nicht möglich, einen Gedanken am Leben zu erhalten. Leben heißt auseinandergeschmissene polare Existenz. Das, was du erlebst, sind deine ständig wechselnden Informationen, wo du ganz klar, ohne großen intellektuellen Wissen, sofort, ich sage, jedes Kind überprüfen kann, dass jeder neue Gedanke, den du denkst, den bestehenden Gedanken zerstört. Es gibt für diese ganzen Gedanken, wenn die auftauchen, einen immerseienden Platz. Das ist das Immerseiende, sage ich, ist das Internet. Das sind die Daten auf einer jetzt symbolisch simpelein zusammengeschmissenen Einheit, die wir Gott nennen. Und jedes Bild, jede Datei, die wir hier herausrechnen, nimmt aus dieser Datei nichts heraus. Das heißt, das Immerseiende bleibt immer unveränderlich dasselbe. Derselbe Geist. Gleichgültig, ob du jetzt wie ein Schauspieler die eine oder die andere Rolle auf der Bühne des Lebens spielst, wenn du weißt, ich spiele die Rolle bloß. Jetzt haben wir schon die Rolle. Das sind die Worte, passen so wunderschön, selbsterklärend zusammen. Was dich total blind macht, ist der Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt. Wo ich sage, das Volumen heißt Kreisen, der Wirbel. Wir sind das Zentrum. Wir sind wie ich, dick. Dick, das hebräische Wort heißt im Zentrum, im Mittelpunkt. Und wir sind im Meer. Dieser Mittelpunkt, das ist dieser Mittelpunkt zwischen dem Obskuren, dem Schwarzen, dem Finsteren, und der Kamera, die Kamera Obscura. Und diese physikalischen Gesetze haben alle ihren Sinn. Wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht erschaffen. Das heißt, egal was in dir auftaucht, ist ein wichtiges Putzel, ein Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen, das in der Heiligkeit nie zerstört werden kann, aber du zerstörst dein eigenes heiliges Wissen, indem du irgendwelche Gedanken, die du jetzt denkst, nicht haben willst. Zum Beispiel Krankheiten. Die Krankheit als Ding an sich, Koller. Das hebräische Wort heißt weltliche Wahrnehmung. Eine rein weltliche Wahrnehmung. Du leidest an einem tiefgläubigen Materialismus, an einem unbewussten chronologischen Denken. Ist es so schwer zu verstehen, dass egal was du jetzt denkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist ein Faktum, dass es hier und jetzt deshalb eine Information ist, weil du das jetzt denkst. Und das, was du jetzt denkst, ist hier in dir deine Informationen, nicht irgendwo da außen oder wo du dir es hindenkst.
Und wenn jetzt der zweite, wie ich das nenne, in dir so unheimlich mächtig ist, was du dir das jetzt mit dieser Logik, die du noch zum Denken benutzt, vollkommen ausdehnen, es wird dir vollkommen unlogisch erscheinen, was ich erzähle. Obwohl jeder einzelne Satz, den ich jetzt gesprochen habe, wenn du ohne vorabgestimmte Meinung meine Gedankengänge mitgehst, sofort überprüfen kannst. So, jetzt sage ich zum Beispiel wieder Schnipp und jetzt denke ich mir drei Programme aus. Die nenne ich Holger-Programm, Folger-Programm, Ariane-Programm. Ich sage jetzt Schnipp und jetzt habt ihr Brille auf den Augen. Jetzt müsst ihr euch die Augen, die Nase denken. Das ist nicht unbedingt, dass es bewusst ist. Ich sage immer, eine Stufe unter dem Bewusstsein ist, wenn ich sage, es ist eine Brille auf eurer Nase, wirst du feststellen, sofort ist es da. Wo war jetzt die ganze Zeit die Brille, wo du aufmerksam zugehört hast? Ist es hundertprozentig sicher, dass die Brille die ganze Zeit auf deiner Nase war? Übrigens rede ich jetzt schon wieder von einer Vergangenheit, die wir uns jetzt denken. Und es gibt Selbstgespräche, wo ich dir jetzt genau erkläre, wenn du das mit dir selber spielst, wie ich dir genau, punktgenau erkläre, wie du jetzt das Gefühl in dir erzeugst, dass die ganze Zeit die Brille auf der Nase war, obwohl sie eindeutig nicht existiert hat, bevor ich das Wort Brille ausgesprochen habe. Ich habe übrigens, ich mache mal ein kleines jetzt in Worten hier eine Geschichte. Ich bin als Brösel und der Brösel, du denkst jetzt ganz einfach, ich bin wo zu Besuch, mir gegenüber sitzt jemand und ich erkläre etwas. Und wir haben einen Tisch vor mir, steht genau so, wie du mich jetzt siehst, zwischen mir und ihm auf dem Tisch steht ein Weizenglas. Kannst dich erinnern, Holger, du warst, glaube ich, dabei. Mit Stefan, mit meinem Oettinger Stefan. Oettinger Weizen, Braumeister. Steht der Weizenglas, ich bin auf der einen Seite des Tisches, er ist auf der anderen Seite des Tisches. Und ich erkläre ihm was und ich sage, pass auf, Stefan, ich werde jetzt was erschaffen, was die ganze Zeit für dich überhaupt nicht existiert hat. Und zwar muss ich dazu, und dann bin ich aufgestanden, musst dir vorstellen, jetzt du bist auf der anderen Seite des Tisches, da ist ein Weizenglas. Er hat die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Und ich sage jetzt, da muss ich aber in dich reinlangen, du musst es zuerst aus dir rausholen. Und dann stehe ich so auf und lange ich so hin und sage, ich lange jetzt rein und ich hole jetzt hole ich etwas. Und der hat überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Jetzt hole ich etwas auf deine Verarbeitung und dann nehme ich das Weizenglas in die Hand, das er ja die ganze Zeit gehabt hat. Und jetzt ist ein Weizenglas vor dir. Und er war dann die ganze Physiognomie, er war completely shocked, weil wenn er jetzt geschworen, jetzt ist es da, es war nämlich genau zwischen uns zwei, aber wenn du den Fokus nicht hast, ist das Weizenglas eigentlich da gewesen, wenn du es nicht denkst? Du hast sogar gesagt. Das heißt, zu meinen, dass da außen eine Welt ist. Du hast sogar gesagt, ich hole es jetzt aus dir raus. Und dann ja, lang in dich rein und dann in dem Moment, ich habe dann nur so hingelangt, als wenn ich zu seinem Kopf hingehen will, auf halber Strecke nehme ich das Glas, das ja zwischen uns war. Und er war completely shocked, weil er musste dazu noch sagen, Udo, 100, es war für mich die letzte Stunde, hat es überhaupt nicht, die letzte halbe Stunde hat es nicht existiert. Obwohl es ja angeblich jetzt, und jetzt kommt, jetzt denkst du dir in der Vergangenheit die ganze Zeit auf der Verabredung gewesen sein muss. Nein, das funktioniert anders. Wir sind wieder bei dem Problem mit der Basic-Logik. Es ist genauso, wenn ich sage, wenn du jetzt ganz normal als Brösel auf die Arbeit fährst jeden Morgen und du fährst mit dem Auto täglich dieselbe Strecke über Kreuzung, das sind Wegweiser. Wenn wir jetzt von den Wegweisern reden und du denkst dir jetzt, die Kreuzung sind natürlich jetzt diese Wegweiser-Information. Aber wie sieht es aus, wenn du mit dem Auto fährst? Oder ich mache noch was Krasseres. Ich fahre mit dem Holger Auto und sage, Holger, ich will jetzt mal was erschaffen. Ich sage, Schnipp, und jetzt hast du eine Windschutzscheibe vor dir und ein Lenkrad. Und dann musst du dir eingestehen, in dem Moment, wenn wir lange Strecken mit dem Auto fahren, dass die Windschutzscheibe nicht existiert, außer du denkst an die Windschutzscheibe. Die ist auch nicht auf der Verabredung. Das ist dieses Fokuslegen, die Fokuspunkte, wenn ich das immer mache, wenn du die Tastatur anschaust. War jetzt die ganze Zeit die Tastatur da? Hat es existiert? Oder schau mal jetzt um dieses Video drumherum, unten die Zeitanzeige, die Uhr, das Datum bei dir auf dem Computer. Das war aber doch eindeutig auf deiner Verabredung. Das war im Gesichtsfeld. Das ist im Prinzip dasselbe Beispiel, bloß nicht ganz so krass wie mit dem Weizenglas. Oder mal ein Skype-technischer Hinweis. Wir gehen jetzt auf die 3 Stunden zu. Ich weiß, ich bin schon dabei, Schluss zu machen. 2:52, 8:50 haben wir. Ganz nebenbei. Ich bin immer klack, 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 immer jetzt. Alles gleichzeitig doch. Okay. Ja. Das muss dir bewusst werden. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und du konstruierst und konstruierst und du interpretierst und interpretierst. Das Spiel spielst du alleine. Nochmal.
Du kannst einen Gedanken nicht retten, weder deinen eigenen Körper noch irgendwelche andere Körper. Du kannst wach werden und dann ist eh alles ganz anders. Und das ist kein religiöses, kein esoterisches Gewäsch. Ich lasse dich auf ein Wissen zurückgreifen. Du musst das Wissen auch nicht von außen in dich hineinschaufeln. Ich sage das immer wieder. Da außen ist kein Wissen. Halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist etwas nicht Denkbares, weil du ein ewiger Geist bist. Mach dir kein Bild von irgendwas da oben im Himmel, da drunten auf der Erde. Oder von im Wasser heißt es da noch. Das heißt, in dem Nullpunkt ist eigentlich nichts. Der Trick besteht darin, dass du dir was ausdenkst, eine Welle, kann man auch so machen, und dann eine Seite vergisst, dass die andere sichtbar wird. Das ist wie, solange ich diapositiv und diapositiv aufeinander lege, sind die eins. Habe ich oft erklärt. Sobald ich das auseinander denke und eine Seite weglasse, wird die andere Seite sichtbar, obwohl es in der Mitte ist. Ich muss in der Mitte, wo beides ist, eine Seite wegdenken, dann sehe ich in mir etwas, was gar nicht da außen ist. Ich denke es mir aus, ich stelle es mir vor. Aber was vor mir ist, gibt es nochmal ein hinter mir. Es sind immer noch Basic-Beschreibungen für etwas, was du mit Basic nicht verstehen kannst. Aber du kannst mir vertrauen, weil ich ja nichts von dir fordere. Überhaupt nichts. Ich will weder, dass du dein jetziges Leben veränderst. Es wird sich massiv verändern, wenn du mir vertraust, weil ich dich mit Zufällen zuscheiße. Oder du wirst in die Hosen machen, bei der Scheiße bleiben, bei den Exkrementen, weil du mir nicht vertraust und ich werde um dich herum die Welt in Fetzen gehen lassen und du wirst immer wieder wach werden, wie unsere Irene. Zu unserer Irene habe ich gesagt, nach dem Fahrradunfall, sie wird im Krankenhaus wach. Sag ich, wenn du das schon verstanden hättest, wärst du bei mir daheim gewesen. Das heißt, es ist nicht gut gegangen, wie der Materialist sagt, dass es überlebt hat. Dann doch wieder. Und dann doch wieder, weil sie da noch was zu lernen hat, da muss man nachbessern. Es geht wirklich ums Vertrauen. Du kannst dich nicht wegmachen, auch nicht durch einen Selbstmord. Du Geist bist, du kannst nicht etwas wegmachen, was nicht existiert. Du kannst bloß deine Informationen verändern. Dieses Spiel läuft ewig, ohne Anfang und Ende. Ich habe da was in Bewegung gesetzt, was niemals in der Vergangenheit begonnen hat und niemals in der Zukunft aufhören wird. Und schon gerade im Hier und Jetzt. Ich rede von was vollkommen Neuem. Du kannst einen Embryo in der Matrix nicht erklären, wie die Welt ist, wenn es geboren wird und abgenabelt wird. Ich bin nicht gekommen, um dir Liebe zu bringen. Ich bringe dir das Schwert. Du musst dich selber abnabeln. Denk wieder an die Matrix, was der Neo macht. Du hast doch so schön heute noch mal geschrieben mit deiner Matrix. Da gibt es keine Zufälle 1999, 1998. Es gibt überhaupt keine Zufälle in meiner Welt. Es ist alles vorherbestimmt. Wie in einem offenen Weltvideospiel, wo du den Joystick in der Hand hast und bloß das zu sehen bekommst, was du in dir durch Neugier aktivierst. Und du bist nicht neugierig, wenn du ein einseitiger Rechthaber bist und mit all dem, was dir unlogisch erscheint oder was für dich nicht von Interesse ist, wenn du das gar nicht erst anschaust, wirst du auch keine neuen Programme kriegen. Dich erweitern, updaten, darum nennt sich das Spiel ja bei uns immer wieder Update. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Jetzt habe ich ja mal wieder alles gegeben, weil du mir das geben lässt. Und so ist es. Und dann machen wir ganz einfach zum schönen Abschluss. Batsch.